Die Türklingel. Nolik! Nolik! Was machst du denn da? Ich pfeife nur ein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste, erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja! Klasse! Schlafen die da drin etwa oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf? Hm. Dann gebe ich das Geschenk halt euch. Feuer, vielleicht probierst du es jetzt nochmal. Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nolik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah. Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter. Aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche. Wer da? Hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen gingen sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt's ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer, er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang stillsitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig Schrammen und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na, dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt's keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück. Genug geläutet. Ey, Feuer, hör auf rumzualbern. Er eilert gar nicht herum. Ich bin's nicht, klar. Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung. Aber ich weiß es. Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil. Ha, deine Gäste sind echt laut. Ja, Gott sei Dank sind die Menschen gerade nicht zu Hause. Hallo? Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Na, ins Haus. Nee,
das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Jeppa. Die Tarnung. Gut. Tom Thomas, hey, wozu brauchst du ein zweites Aquarium? Vor allem ganz ohne Fische. Erstens ist das ein Terrarium. Und es ist nicht für Fische, es ist für Echsen und Schlangen. Meine Freundin Katja bat mich, darauf aufzupassen, solange sie weg ist. Deswegen sind sie hier. Aufpassen? Auf wen? Da ist doch niemand drinnen. Es ist ein Chamäleon, Nullig. Ich finde es großartig. Das ist eine blöde Idee, es herauszunehmen. Vielleicht rennt es weg. Keine Sorge, ich hab es. So ein Monster. Und wieso konnte ich es vorher nicht sehen? Das ist, weil ein Chamäleon sich tarnen kann, indem es die Farbe seines Körpers verändert. Habt ihr schon mal Militäruniformen gesehen? Sie haben bestimmte Farben und Muster, durch die sich Soldaten besser verstecken können. Das nennt man Tarnung. Und der Mensch hat das von Tieren gelernt. Ein Wurm kann aussehen wie ein Zweig und ein Seepferd kann aussehen wie eine Koralle. Ein normaler grauer Hase wird im Winter weiß, sodass ein Wolf ihn im Schnee nicht so leicht finden kann. Aber der Meister der Tarnung ist das Chamäleon. Dieser Meister der Täuschung ändert seine Farbe in nur wenigen Sekunden. Hey, Tom Thomas, wo ist das Chamäleon hin? Oh, es ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Es hat sich getarnt. Es muss hier irgendwo sein. Kommt, wir suchen es. Kaubacke, hast du das Chamäleon gesehen? Wo ist es? Seht ihr es? Nein, es will sich nicht finden lassen. Wir müssen es austricksen, damit es zu uns kommt. Aha, wir stellen eine Falle mit etwas, das es mag. Was mögen die nur, frage ich mich. Was schon? Futter! Und was fressen Chamäleons? Sowas wie Fliegen oder Raupen, Käfer. Wie kriegen wir jetzt eine Fliege? Nun, was, wenn... Was? Ussinka, das zahle ich dir heim. Warte nur. Hey, wir müssen Katja helfen. Unsere Raupe beschwert sich ja auch nicht. Still jetzt. Nolik, fang an zu summen. Summen? Ja, wie eine Fliege. Ja, und schlage mit deinen Flügeln. Sinka, wie lange muss ich das noch machen? Bis sich das Chamäleon zu erkennen gibt. Summ einfach weiter. Tom Thomas, da ist es. Schnapp es dir. Jupp, ich hab dich. In der Armee nutzt man Tarnung die ganze Zeit. Sie haben Netze, die aussehen wie Gebüsche. Sie bemalen ihre Panzer, damit sie sich an die Umgebung anpassen. Sie fliegen sogar besondere Flugzeuge, die nicht von Radaren erkannt werden. Sie tun alles Mögliche, um sich zu verbergen. Aber nicht nur die Armee nutzt Tarnungen. Fotografen tarnen sich, um Bilder von wilden Tieren zu schießen. Menschen nutzen Make-up, um ihre Hautunreinheiten zu verbergen. Und Künstler, sie bedecken ihre Wände mit hellen, bunten Bildern. Und Menschen lieben Maskenpartys, wo sie sich hinter Kostümen und Masken verbergen. Und natürlich haben Fixies ihre eigene Tarnungsstrategie. Wisst ihr es noch? Na, wie machen sie das?
Jetzt rennt es nicht mehr weg. So, du Meister der Tarnung. Was hast du jetzt zu sagen? Wenn ich mich nur auch so gut tarnen könnte. Nolik, was redest du denn da? Du kannst dich doch 100 Mal besser tarnen als der da. Ah, du hast recht. Hey, Chamäleon, sieh und lerne. So tarnt man sich richtig. Das Level. Tom Thomas, tut mir wirklich leid. Den Film dieses Wochenende muss ich absagen. Wieso? Ich muss nach Afrika für die Arbeit. Und morgen schon. Oh, cool. Meinst du, ich kann vielleicht mitkommen? Nach Afrika? Weißt du denn überhaupt, wo das liegt? Afrika. Da, hier vorn. Mhm. Nein, du bist noch zu klein. Wenn du so groß bist wie Afrikas Spitze, dann nehme ich dich mit. Hier, dort. Tom Thomas, was machst du da unten? Ich wollte wissen, ob ich so groß bin wie die Spitze Afrikas, oder nicht? Nun, kennst du deine Größe? Okay, dann messen wir dich und markieren, wie groß du bist. Du musst nur das Buch halten, okay? Simka, wie misst man, was höher ist? Die Spitze Afrikas oder diese Linie? Nicht so einfach. Wir brauchen ein Stückchen Silikonschlauch. Oh, den kann ich für dich holen. Ich weiß, wo er ist. Und wir bauen ein einfaches Werkzeug, um die Antwort zu finden. Das nennt man Schlauchwaage. Lasst uns ein Experiment machen. Erst gießen wir Wasser in zwei Flaschen. Etwas mehr in die eine und etwas weniger in die andere. Dann verbinden wir sie mit einem Schlauch, sodass das Wasser zwischen ihnen fließen kann. Seht ihr? Das Wasser fließt und fließt. Und dann bleibt es stehen. Es bleibt stehen, wenn die gleiche Menge an Wasser in beiden Flaschen ist. Und wenn man das mit einem einfachen Schlauch macht, wird daraus ein nützliches Gerät namens Schlauchwaage. Darin hat das Wasser auf beiden Seiten immer den gleichen Stand. Ich überprüfe den Wasserstand auf dieser Seite. In Ordnung? Pass auf, wie du den Schlauch hältst, sonst fließt das Wasser ab. Nolik, wie sieht's aus? Das Wasser im Schlauch ist gleich auch mit dem Stand des Strichs. Da hast du's, Tom Thomas. Der Wasserstand zeigt an, wie groß du bist. Und? Nun, sieht so aus, als ob Tom Thomas zu klein für Afrika ist. Was, wenn wir den Schlauch etwas höher halten? Das kannst du machen, wenn du willst, aber das Wasser wird bleiben, wo es ist. Siehst du, der Wasserstand auf deiner Seite bleibt immer so wie auf der anderen Seite. Das dauert aber, bis ich so groß werde. Und was, wenn wir die Karte etwas niedriger hängen? Das wäre geschummelt. Aber es wäre clever. Es gibt viele tolle Sprichwörter, aber mein liebstes ist zweimal messen, einmal schneiden. Um richtig zu messen, braucht man Messgeräte. Das einfachste ist ein Lineal. Damit können wir die Länge eines Objektes herausfinden. Eine Armbanduhr misst, wie viel Zeit vergangen ist. Ein Tachometer zeigt uns, wie schnell wir uns bewegen. In einem Auto oder auf dem Fahrrad. Ein Stromzähler misst, wie viel Elektrizität wir nutzen. Ein Dezibelmesser kann uns sagen, wer lauter schreit oder stampft. Und ein Stangenzirkel kann ganz genau die Größe einer Münze oder eines Loches messen. Wir würden nicht auskommen ohne wundervolle Geräte wie diese. Wenn wir nicht alles sorgfältig messen könnten, würde alles um uns herum, was wir bauen, einfach auseinanderfallen. Oh oh. Papa! Papa! Guck, Papa! Das ist komisch. Anscheinend bist du etwas gewachsen. Heißt das, ich darf mitkommen? Ja. Bist du bereit? Hurra! Ach.
Aber wenn du nach Afrika willst, musst du geimpft werden. Das stört dich doch nicht, oder? Dafür muss ich extra geimpft werden? Bist du sicher? Ja, da ist eine gegen Malaria, Zezefliege, Krokodilbisse. Insgesamt gibt es 10 Spritzen. 10 Spritzen? Ja, 10. Oh. Papa, weißt du, das war ein Witz. Als du weg warst, habe ich die Karte runtergezogen. Okay, verstehe. Und ich habe gespaßt mit all den Impfungen. Was? Also braucht man keine Impfungen? Man braucht sie, aber nicht 10. Wie viele dann? 9 davon. Es gibt gar keine Impfung, nirgendwo, die ein Krokodil davon abhält, dich zu beißen. Das Team. Die Halbzeit ist fast vorüber. Das Team von Tom Thomas führt mit 2:0. Der Klassenunterschied ist klar zu erkennen. Das Ende des ersten Drittels. Die Mannschaften gehen in die Pause. Das Spiel ist so unfair. Ihr seid zu sechst und wir nur zu zweit. Geht ruhig und holt eure Klassenkameraden. Ich werde trotzdem gewinnen. Bist du dir da sicher? Aha. Gut, Tom Thomas. Du wolltest es so. Junge Fixies lernen alles genauso wie normale Kinder auch. Aber Fixie-Schulen sind ganz anders als Schulen für Menschen. Zunächst sind nicht mehr als 10 Schüler in einem Klassenraum. In Simkas Klasse zum Beispiel sind es 6. Und die Kinder lernen nicht nur an einem Ort. Die Stunde könnte in einem Kühlschrank stattfinden oder am nächsten Tag in einem Computer und am folgenden Tag in einem Staubsauger. Das ist der beste Weg für die Fixies, um etwas Praktisches zu lernen und ihr neues Wissen auszutesten. Das Wichtigste ist aber, dass sie lernen müssen, als Team zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig helfen müssen. Stärkere Fixies helfen den Schwächeren und Ältere helfen den Jüngeren. Das ist ein Muss, denn gewisse Geräte sind so groß, dass wenn wir, die kleinen Fixies, nicht als Team zusammenarbeiten würden, wir es einfach nicht schaffen können. Und nun zum Beginn des zweiten Drittels kommt unser volles Team aufs Eis. Hä? Ich präsentiere die Maschine unserer Klasse, Feuer. Mein Motor brummt. Und nun das Gehirn der Klasse, Ziffer. Also, wie viel steht's? Und hier die Seele unserer Klasse, Spule. Ich bin der Torwart, okay? Und hier ist sie, das Gesicht unserer Klasse, Werda. Oh ja, und so ein süßes. Willst du aufgeben, Tom Thomas? Ich hab keine Angst vor euch. Nullig, pass! Kies. Ich kalkuliere den richtigen Winkel. Oh. Ups! Herpassen, schnell! Schlaf nicht! Wenn du mich so anschreist, dann spiele ich gar nicht erst mit. Wow, ein echt tolles Team habt ihr da. Ah. 6:0. Ein überlegener Sieg. Und jetzt die Pause vor dem letzten Drittel. Wir machen irgendetwas falsch. Und ich kann euch sagen, was. So wie Selbstvertrauen? Kalkulationen. Eleganz. Geschwindigkeit. Was uns hier fehlt, ist Teamgeist. Simke, du hast recht. Einer für alle und alle für einen. Passt auf, wir machen das so. Amen. Schuss und schnell zurück. Ein Wechsel steht bevor. Der neue Spieler hat mehr Glück. Der schießt den Puck ins Tor. Einer für alle, vorwärts hurra. Mit Mannschaftsgeist ans Ziel. Denn alle sind für einen da. Ja, das ist unser Spiel. Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll.
Hockey ist toll! Hockey, Hockey ist toll! Hockey ist toll! Hockey, Hockey ist toll! Hockey! Sag doch mal, wie heißt noch mal unser Spiel? Hockey! Ich kann euch nicht hören! Hockey! Hockey ist toll! Hockey! Wie konnte mir das bloß passieren? Weil du ganz alleine spielst, aber wir sind ein Team. Team! Hockey ist toll. Die Kettenreaktion. Tom Thomas, was machst du da? Nolik, lass mich in Ruhe. Im Ernst? Was ist das? Stör mich nicht bei der Arbeit, okay? Nolik, sieh, was du angerichtet hast. Ich? Weil du nicht aufhören konntest. Aufhören? Womit? Ich habe mich eine halbe Stunde abgemüht und du hast alles zerstört. Hey, Tom Thomas, kannst du mich hören? Tom Thomas, lass mich raus! Nolik, haust du dagegen den Becher? Ja. Und wie bist du da reingekommen? Das geht dich gar nichts an. Warum bist du so gemein? Weil mir danach ist. Ach ja? Dann bleib, wo du bist. Wer braucht dich schon? Frecher Kerl. Und wenn schon? Tut es weh? Lass mich in Ruhe, Spule. Du musst dich immer überall einmischen. Hey, warum bist du so wütend, hä? Nolik war gemein zu mir. Deswegen bist du gemein zu mir? Tut mir leid, Spule. Und wo ist Nolik jetzt? Dort. Los, gehen wir zu ihm. Nolik, ich bin's, Spule. Alles okay? Es geht. Warum warst du gemein zu deiner Schwester? Weil Tom Thomas gemein zu mir war. Ich verstehe. Eine Kettenreaktion. Eine was? Einen Holzklotz anzuzünden ist nicht so einfach. Aber es ist einfach, ein Streichholz zu zünden, das einen Holzsplitter entfacht. Der Holzsplitter zündet den Zweig an und der Zweig zündet den Holzklotz an. Habt ihr schon einmal gesehen, wie sich ein Feuer ausbreitet? Es ist eine typische Kettenreaktion. Ihr müsst bei Feuer also besonders vorsichtig sein. Ein einziges klitzekleines Streichholz kann zu einem großen Desaster führen. Ja, ein ganzer Wald könnte davon Feuer fangen und komplett abbrennen. Und all das wegen einer einfachen Kettenreaktion. Was meinst du? Welche Kettenreaktion? Das ist doch klar, Nolik. Tom Thomas war gemein zu dir, du warst gemein zu Simka und Simka war gemein zu mir. Da haben wir es. Eine Kettenreaktion. Ja. Und diese miese Laune war wie ein Funken, der sich immer und immer weiter ausbreitete, wie ein Waldbrand. Kannst du mir vergeben, Simka? Ja, na gut. Ich hab ne Idee. Warum beginnen wir nicht einfach eine neue Kettenreaktion genau andersrum? Wie soll das gehen? Na, statt Ärger und schlechte Gefühle können wir Fröhlichkeit verbreiten. Aber wie? Ganz einfach. Es genügt schon, zu lächeln und nette Dinge zueinander zu sagen. Eine tolle Idee. Zusammen können wir Tom Thomas' Laune verbessern. Ich weiß wie. Helft mir doch, diesen Dominostein aufzuheben, okay? Das ganze Universum besteht aus Atomen. Aber Atome sind so winzig, dass man sie nicht einmal durch ein Mikroskop sehen kann. Aber wenn sich ein Atom spaltet, dann gibt es eine winzige Explosion. Die Explosion kann eine weitere auslösen und diese wiederum eine neue und die noch eine. Das ist eine Kettenreaktion. Und so werden aus vielen winzigen Explosionen eine gigantische Explosion. Und so kann eine Atombombe entstehen, die fürchterlichste Waffe, die es gibt. Aber Atomenergie kann auch zu friedlichen Zwecken genutzt werden.
Zum Beispiel nutzen Kernkraftwerke diese Energie, um Elektrizität und heißes Wasser zu erzeugen. Und Atomkraft kann genutzt werden, um durch dickes arktisches Eis zu brechen, sodass Schiffe hindurchfahren können. So, geschafft. Nolik, ruf ihn her. Jetzt zeigen wir Tom Thomas, wie eine Kettenreaktion funktioniert, sodass man sich gleich besser fühlt. Er kommt. Auf die Plätze, los. Was ist hier los? Nein, echt? Tom Thomas, sieh dir das an. Ja, total super cool. Ich kann es echt kaum glauben. Wie habt ihr das gemacht? Das war ja eine richtige... Eine Kettenreaktion. Was? Eine Kettenreaktion. Das Labor. Zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Ah, wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott! Was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Marcia, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Großfix. Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort. Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch. Kinder. Bleib bloß ruhig. Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik. Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht, sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte.
Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tiddy! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Das Katapult. Was war das denn, huh? Sehr seltsam. Tom Thomas ist nicht da. Aber diese Modellsoldaten haben sich sicher nicht allein erschossen. Das war ein echt guter Schuss. Er war zwar kurz und auch nicht hoch und schlecht gezielt, aber ziemlich schlecht. Er war gut, aber auch schlecht. Jetzt hab ich's. Also was machen wir nun? Wir müssen es neu positionieren. Höher! Hey, Feuer! Nolik! Warum solltet ihr einen Grund haben, auf Fixies zu schießen? Fixies? Wir sollten doch jetzt in der Schule sein. Eigentlich bin ich gerade auf dem Weg zur Schule. Und was ist mit dir, Feuer? Warum bist du nicht dort? Weil es dort langweilig ist. Aber hier, schau nur, was für eine coole Waffe wir haben. Ha! Wie hast du das gerade genannt? Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Das nennt man Katapult, Leute. Ein verkatertes Pult? Nicht ein verkatertes Pult. Ein Katapult, Freunde. Katapulte sind antike Wurfmaschinen. Sie wurden benutzt, um Steine, schwere Pfeile oder Fässer mit brennendem Teer zu schleudern. Der Hauptteil eines Katapultes ist ein besonderes Tau. Es wird sehr, sehr fest verdreht, wie eine Feder. Das Seil wird anschließend um einen großen Löffel gewunden. Und dann, wenn der Löffel zurückgezogen wird, man einen Stein hineinplatziert und dann loslässt, feuert das Katapult einen Schuss ab. Und dann fliegt der Stein weit, weit weg. Aha. Verstehe. Jetzt machen wir es. Zu kurz gezielt. Wieso zu kurz gezielt? Was wolltest du denn treffen? Abwarten. Der Löffel muss weiter gespannt werden. Nur ein wenig. Leute, ihr werdet das Glas zerbrechen. Nolik, gib ihm den Ruck. Alles klar. Ja, genau ins Schwarze. Lasst uns jetzt ins All fliegen. Warte, welches All? Was heißt hier fliegen? Wer wird denn jetzt fliegen? Ich werde fliegen. Haha, direkt aus dem Fenster, geradewegs zum Mond. Der erste Fixinaut der Welt. Bist du jetzt bereit für einen Flug ins All? Ja, Sir. Nolik, steig sofort aus dem Löffel aus. Ich werde der erste Fixi auf dem Mond. Ja. Nolik? Jetzt reicht's aber. Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist ja gar kein Witz. Er wird ins All fliegen. Und wieso machst du das nicht? Weil er leichter ist. Moment mal. Menschen sind auch nicht direkt ins All geflogen. Zuerst einmal haben sie Hunde geschickt. Nee. Kaubeke passt hier nicht rein. Simka, warum gehst du nicht und lässt uns in Ruhe? Gut, ich gehe jetzt. Aber nur, wenn Nolik sich sofort einen Schutzhelm aufsetzt. Du hast ganz recht. Ich hole einen Helm. Das Katapult wurde zwar in antiker Zeit erfunden, es wird heute aber immer noch benutzt. Aber anstatt Steine zu schleudern, werden Katapulte verwendet, um Düsenflugzeuge abzufeuern. Die Startbahn auf einem Flugzeugträger ist recht kurz, also helfen Katapulte damit, Flugzeuge schnell genug werden, um abzuheben. Katapulte können auch fürs Retten von Piloten eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug einen Unfall hat, wird in der Kabine ein Katapult aktiviert. Der Pilot wird in den Himmel geschossen und landet auf dem Boden mit einem Fallschirm. Eine einfache Steinschleuder ist auch eine Art Katapult, nur eben ein sehr kleines.
Seid aber vorsichtig mit diesem Spiel. Es kann für euch und andere gefährlich werden. Und was uns Fixies betrifft, wir benutzen Katapulte nur für Friedensmissionen. Babus, schnell! Unser Nolik wird gleich mit einem Katapult zum Mond geschossen. Was? Und was, wenn ich da neue Fixie treffe? Was soll ich zu ihnen sagen? Hallo alle! Und bitte sie doch, dich zurückzuschießen. Also? Jetzt geht's los! Nein! Simka! Nolik! Ich steige nicht auf! Puh! Wir leben noch! Hurra! Er ist abgeflogen! Wer ist abgeflogen? Wo ist Pummel? Hier! Ein Sturzflug! Wir sind nicht schuld! Du bist halt schwerer als Nolik und deswegen kamt ihr nicht weiter. Papus, vielleicht können wir es noch einmal probieren. Was? Die Kabel. Ruhe, bitte. Der Unterricht beginnt jetzt. Seid leise. Ruhe, bitte. Ah, es ist ja so heiß hier. Heute lernen wir etwas über... Wow, was war das, hä? Es muss ein Erdbeben gewesen sein. Ja, es war ein Erdbeben. Hurra! Oh, tut mir leid, Professor. Oh, ich suche eine Steckdose für diesen Ventilator. Oh, es ist furchtbar heiß. Da haben Sie recht. Suchen Sie ruhig weiter. Nun ja, wo war ich? Ach ja, heute... Nein, das kann nicht sein. Im ganzen Labor gibt es keine freie Steckdose. Unfassbar! Ziehen Sie eines der Kabel heraus, dann haben Sie eine freie. Geht nicht. Ich hätte Angst, ein wichtiges Gerät abzuschalten. Selbst Volt würde sich in diesen Kabeln verirren. Keine Sorge, lieber Professor Eugenius. Wir finden eine Steckdose für Sie. Das stimmt, Kollege. Gönnen Sie sich eine Tasse Tee, ruhen Sie sich aus. Danke, Kollege. Und wie immer bin ich euch ewig dankbar. Fixies haben Schulen an allen denkbaren Orten gegründet. In Fabriken, Geschäften und Lagerhallen. Überall dort, wo viele Maschinen und Geräte zu finden sind und wo man sich vor Menschen verstecken kann. Und wir haben unsere Schule hier gegründet, mitten im Labor von Professor Eugenius. Es ist ein fantastischer Ort, an dem ich unterrichten kann. Jeden Tag werden neue Apparate, Materialien, Spielsachen und sogar Nahrungsmittel zur Inspektion hergebracht. Und es gibt hier auch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Geräten und Werkzeugen, die unserem Studium dienlich sind. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns nie verstecken müssen, denn der Leiter des Labors, mein Kollege Professor Eugenius, ist ein guter alter Freund. Er liebt Fixies nämlich und hilft uns jedes Mal, wenn's nötig ist und würde uns nie verraten. Was machen wir als Erstes? Erstmal ziehen wir diese Kabel auseinander. Ha, das mache ich doch im Nu. Nein, hier! Nolik, hilf uns! Los, zieh doch! Komm schon, komm schon, komm schon! Noch ein Ruck! Hört auf! Ich komm nicht raus! Lockere die Kabel! Wir müssen dieses hier rausziehen! Sofort aufhören mit dem Blödsinn! Danke, Tiffa! Tidisch! Also, ich sehe die Sache so. Um diesen Knoten hier vorne zu entwirren, müssen wir die Öse davon erweitern und dann dieses Kabel durchziehen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch. Genau so. Sehr gut, Mädels. Jetzt feste ziehen. Perfekt. Hey, guck mal her. Dieses grüne Kabel ist überhaupt nicht verbunden. Das heißt, niemand braucht es. Zieht es also ruhig aus der Steckdose raus. Ich mach's. Werda, hier ist noch ein unverbundenes Kabel. Ich hab noch eins gefunden, das niemand nutzt. Ich meine, Simke und ich fand das gemeinsam. Nolik, warum bist du traurig? Weil ihr alle schneller seid als ich.
Siehst du dieses Kabel? Untersuch es doch mal. Wirklich? Oh, wow! Was? Hast du einen Schatz gefunden, Nolik? Aha, da sind 6 freie Steckdosen drunter. Super! Jetzt kann Professor Eugenius seinen Ventilator, seinen Wasserkocher und sein Bügeleisen einstecken. Um ein Gerät, das ohne Batterien läuft, an ein Stromnetz zu schließen, muss man ein paar Metalldrähte in eine Steckdose stecken. Die Drähte dürfen sich aber nicht berühren, sonst verbrennt der Strom sie. Deswegen werden Drähte isoliert, das heißt mit Plastik und Gummi umrandet, damit die Elektrizität nicht von einem Draht zum anderen geraten kann. Auch wir werden dadurch geschützt. Seid also immer vorsichtig mit Drähten und fasst nie ein offenes oder beschädigtes Kabel an, sonst bekommt ihr einen elektrischen Schlag. Oh, was täte ich nur ohne euch, meine lieben Freunde. Vielen Dank. Ach, Entschuldigung, ich sollte gehen. Gehen Sie nur, eine gute Idee. Und wir machen weiter. Worum ging es eigentlich? Es ging um Kabel. Sieht so aus, als ob die Stunde vorbei ist. Zeit zum Spielen gehen. Der Babymonitor. Oh, mein alter Babymonitor. An. Test, Test, Test. 1, 2, 3, Test. Es funktioniert. Warum geben wir ihn nicht einfach Familie Müller? Die haben doch gerade ein Baby bekommen. Der gehört mir. Und ich will ihn auch benutzen. Bist du nicht schon zu groß dafür? Nein, ich bin gar nicht groß. Ach so? Ich wusste nicht, dass du noch ein kleiner Junge bist. Und ein Habgieriger noch dazu. Das merken die im Leben nicht. Hey, Fixies. Seid ihr da? Da sind wir. Warum hast du uns gerufen? Ich werde euch zeigen, wie man Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das abnehmen kann. Okay, soll ich's beweisen? Ich werde rausgehen und ihr versteckt diesen Knopf, wo immer ihr wollt. Dann werde ich reinkommen und ihn finden. Abgemacht! Wo wäre ein gutes Versteck? Also, wir müssen uns eins überlegen. Genau hier, unter der Tastatur. Spitze! Aha. Sehr gut, Nolik. Komm jetzt rein! Wir sind schon bereit. Und jetzt werde ich eure Gedanken lesen. Passt mal auf. Der Knopf ist hier. Tada! Er kann wirklich Gedanken lesen. Ah, das war doch bloß Glück. Lass es uns doch mal probieren. Alles klar, kein Problem. Wir müssen einfach raffinierter sein. Verda, sie ist das schönste Mädchen unserer Klasse. Sie weiß es auch und scheut sich nicht, das auszunutzen. Sie kann sogar ein bisschen hinterhältig sein. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben braucht, dann wird Ziffer plötzlich ihr bester Freund. Und wenn sie zu faul ist, ihren Packomat zu tragen, sagt sie, Feuer, bitte hilf mir, du bist so ein starker Fixie. Und wir Jungs, wir mögen sie trotzdem. Ziffer und Nolik und ich wohl auch. Obwohl ich Simka lieber mag. Oder Verda. Oder doch beide. Ich habe mich noch nicht entschieden. Verda kann zickig und manchmal herrisch sein. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Verda ist eine gute Freundin, die einem immer hilft. Naja, aber nur, wenn sie schafft, sich vom Spiegel loszureißen. Ich finde, dass wir ihn in diesen Bleistiftbecher verstecken sollten. Und dann denken wir an etwas anderes. Das ist gut. Wird aber nicht klappen, Fixies. Komm jetzt rein! Aha. Aha. Hier ist er. Tadish. Simka, hast du etwa an den Becher gedacht? Nein, ich schwör's. Und mein Hirn war leer. Wer war's dann, hä? Aha. Tom Thomas, vielleicht machen wir's nochmal. So oft ihr wollt. Ich weiß, wie er es die ganze Zeit gemacht hat. Mit einem Babymonitor. Durch ihn hört er alles, was wir reden. Ich versteh's nicht.
Ein Babymonitor hilft Eltern, über ihre Babys zu wachen. Das System besteht aus zwei Geräten, die wie Handys aussehen. Eines der Geräte behalten die Eltern bei sich. Und das andere wird in das Zimmer getan, in dem das Baby schläft. Wenn das Baby aufwacht und zu weinen beginnt, dann erkennt das Gerät im Babyzimmer die Klänge und sendet sie per Radiowellen an das Gerät der Eltern. Mama oder Papa werden es hören und können so zum Baby gehen und es beruhigen. Dann belauscht er uns in diesem Moment also gerade. Dieses Mal weiß ich, was wir machen müssen. Wir verstecken ihn unter dem Globus. Such mal. Aha. Aha. Hä? Wo ist der? Könntest du Gedanken lesen, würdest du ihn ganz einfach unterm Babymonitor finden. Das war ein Trick. Das ist aber nicht nett. Und uns zu belauschen, ist das etwa fair? Tut mir leid, ich dachte, das wäre witzig. Naja, trotzdem, Tom Thomas, du bist zu alt für dieses Ding. Es sei denn, du brauchst es vielleicht noch. Ich bin kein Baby. Ich wollte ihn, wisst ihr, nur ausprobieren. Ich werde ihn meiner Mutter geben. Mama, ich will nicht habgierig sein. Was meinst du? Lass uns den Monitor den Müllers geben. Und dieses Auto ist für ihr kleines Baby. Ich glaube, dass es noch viel zu klein ist für dein Auto. Macht nichts. Bald wird er größer werden und ein echter Junge sein, stimmt's? Wie ich. Die Brechstange. Hier ist alles ganz. Ich wünschte, dass etwas kaputt wäre. Seit einer Woche ist schon nichts mehr kaputt gegangen. Keine Sorge. Irgendwann geht alles mal kaputt. In diesem Haus scheint jedenfalls nichts kaputt zu gehen. Tja, weil wir uns so gut um alles kümmern. Nee, Marcia. Ohne richtige Arbeit ist's langweilig. Wir sollten umziehen. Wenn Fixies die Schule beenden, dann müssen sie sich einen Platz suchen, an dem sie gerne arbeiten würden. Einige werden in Fabriken arbeiten, andere auf Schiffen, einige in Theatern und wieder andere in Krankenhäusern. Fixies werden überall gebraucht. Fixie-Familien mit Kindern suchen sich gerne etwas ruhigere Orte aus. Normalerweise lassen sie sich in bewohnten Häusern nieder. Dort ist es nicht so laut wie in einer Fabrik. Trotzdem gibt es dort genug Arbeit zu tun. Sie müssen Geräte wie Computer, Staubsauger, Telefone, Bügeleisen und Waschmaschinen überprüfen. Und Fixies geben immer ihr Bestes. Sie lieben es, einfach mit Arbeit beschäftigt zu sein. Und wenn im Haus nichts kaputt gehen sollte, dann werden Fixie-Familien an einen neuen Ort ziehen, an dem es viel mehr Arbeit zu tun gibt. Nolik, hast du das gehört? Ich will nirgendwo anders hinziehen. Denk doch mal an die Kinder, Schatz. An deren Schule und Freunde. Gefällt dir ihr Freund etwa? Ein Menschenkind spielt mit Fixie-Kindern. Du weißt genauso gut wie ich, dass es verboten ist. Alles klar. Wenn hier bis zum Ende des Tages nichts kaputt geht, dann wär's das. Dann ziehen wir einfach um. Oh nein, ich kann nicht. Tom Thomas kommt erst übermorgen wieder. Da wären wir ja schon weg. Reiß dich mal zusammen. Werde ich ihn dann etwa nie mehr wiedersehen können? Nolik, ich habe eine Idee. Was? Was für eine Idee? Wenn irgendetwas vor Ende des Tages zufällig kaputt geht, dann ziehen wir nicht um. Aber was, wenn nichts kaputt geht? Bleib ruhig. Wir werden einfach dafür sorgen. Simka, du bist ein Genie. Aber wie werden wir dafür sorgen? Wir nehmen einfach eine Brechstange. Eine Brechstange ist kraftvoll und einfach. Sie ist nichts anderes als eine schwere Metallstange mit entweder scharfen oder flachen Enden. Beim Aufbrechen von Beton oder Eis kann sie sehr hilfreich sein. Als Hebel kann man mit ihr sogar einen Baum entwurzeln oder einen Felsen bewegen. Wenn eines der Enden eine Klaue hat, dann kann man damit gut Nägel herausreißen. Ja, manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die stärksten. Haben wir denn eine Brechstange? Wir haben unseren Pakomaten. Und der hat alles. Ja! In jedem Mechanismus steckt Arbeit für uns drin, weil all diese Geräte ganz unbeständig sind. Bei Nacht und auch bei Tage, wir kommen nie zu spät. Wir sind das Notfallhilfeteam, wir sind schon unterwegs. Sieh nur hin. Wir sind schon drin. Analysiert. Und repariert. 1,
zwei, drei. Tisch. Wir sind dabei. Tisch. Wenn Arbeit klingt. Tisch. Dann sind wir flink. Darf ich es mal probieren? Bitte sehr. Dir bloß. Ich mache es doch genauso wie du. Machst du nicht. Das kapiere ich nicht. Erstens muss das, was du kaputt machst, so aussehen, als wäre es von allein passiert. Oh, ich verstehe. Und zweitens musst du es so machen, dass es später repariert werden kann. Hat hier jemand etwas von reparieren gesagt? Oh, oder höre ich nicht recht? Papus, wir haben nur gerade gemerkt, der Fernseher ist kaputt gegangen. Tatsächlich? Ja, und einer der Tastaturknöpfe steckt fest. Im Ernst? Im Ernst. Und schau, die Uhr, die tickt auch nicht mehr. Oh, wow. Marcia, unser Leben verbessert sich. Fixie sei Dank. Sollen wir loslegen? Ja, was sonst? Wir sind die Fixies. Die Kraft liegt in der Arbeit. Und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit wären wir schon nicht mehr da. Und tief in den Geräten, wo es ganz dunkel ist, könnt ihr uns funkeln sehen, wie einen bunten Blitz. Sieh nur hin, Tisch, wir sind schon drin, Tisch, analysiert, Tisch, und repariert. Eins, zwei, drei, Tisch, wir sind dabei, Tisch, wenn Arbeit klingt, Tisch, dann sind wir flink, Tisch. Oh, das war eine Menge Arbeit heute. Fast so, als hätte jemand es mit Absicht kaputt gemacht. Also wir ganz bestimmt nicht. Ist von allein passiert. Ja, in dieser Wohnung gibt's noch viel zu tun. Ausziehen kommt nicht in Frage. Ich mag es hier. Ich auch. Ich auch. Schatz, mir gefällt es hier auch richtig gut. Die Batterien. Oh, kleine Zitrone, warte nur. Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum. Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf. Oh, ihr seid's, Jungs. Gefällt er euch? Was denn? Mein Setzling. Seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden. Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne, gelbe Zitronen wachsen. Klasse. Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja. Es wird schon ein Baum draus werden. Dafür muss er lediglich Energie sammeln. Er braucht Energie? Woher denn? Von unserer Sonne. Der Sonne? Die ist doch viel zu lahm. Oh, Batterien wären viel schneller als die Sonne. Batterien? Das glaube ich eher nicht. Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben. Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe schnellen wird. Bist du ganz sicher? Selbstverständlich. Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben. Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon. Batterien, Batterien. Ja, die brauchen wir tagtäglich und zwar massenhaft. Batterien, Batterien. Geben unseren elektrischen Geräten Kraft. Batterien. Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen. Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht. Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden, begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise. Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden. Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet, während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können. Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage: Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden, weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden. Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen, ist, sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen, die sie an Fabriken für Recycling sendet. Ja, ja! Die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar. Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben. Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann. Hey,
Wo sind sie hin? Oh, mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Die sind im Blumentopf. Wieso? Damit die Zitronen schneller wachsen. Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich. Schnell, wir müssen ihn retten. Diese Erde ist verseucht. Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause. Aber wo? Da drüben, da ist ein Topf mit guter Erde. Los geht's. Batterien, Batterien. Jede Form und jede Größe kann da möglich sein. Batterien, Batterien. Können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein. Batterien. Sehr gut gehen. Er wird groß und stark werden, mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen. Und Orangen. Und Wassermelonen. Das ist ein Zitronenbaumfeuer. Musst du denn jedes Mal übertreiben? Wie mit den Batterien? Naja, trotzdem. Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten. Richtig, Geräte brauchen sie. Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben. Er lebt wirklich. Spule, sag schon, ist es nicht herrlich? Herrlich. Der Fahrstuhl. Papus, Marcia, beeilt euch. Warum? Tom Thomas will nämlich in den Zirkus. Na und? Wir wollen mitkommen, dürfen wir? Die Antwort ist nein. Zwei Kinder ohne eine Aufsicht? Wieso denn ohne Aufsicht? Was ist mit Tom Thomas Eltern? Wir passen auf, keine Sorge. Sie werden uns nicht bemerken. Na wenn Tom Thomas Eltern dabei sind... Uah, wir dürfen gehen. Wartet doch, ich habe gar nicht Ja gesagt. Ach. Tja. Simka, Nolik, wo seid ihr? Könnt ihr euch beeilen? Tom Thomas, wir müssen los. Ich bin gleich da. Da sind wir. Klettert in meine Kapuze. Ah, da freut sich jemand auf den Zirkus heute. Oh. Oh. Hä? Was ist denn passiert? Ich glaube, der Fahrstuhl steckt fest. Keine Sorge. Hier ist der Notruf. Wir sind im Lift stecken geblieben. Ja, verstanden. Bitte warten. Wir kümmern uns darum. In einer Stunde. So lange? Das heißt, wir kommen nicht rechtzeitig zum Zirkus. Tom Thomas, wir holen Papus und Marcia. Sie werden ihn reparieren. Menschen brauchen Fahrstühle, um in die oberen Etagen hoher Gebäude zu kommen. Wenn jemand in einen Fahrstuhl tritt und einen Knopf drückt, startet der elektrische Motor des Fahrstuhls. Er zieht am Kabel, das an der Fahrstuhlkabine befestigt ist, und der Fahrstuhl fährt zur gewünschten Etage. Das Kabel hängt über einem Rad und es hat normalerweise ein schweres Gegengewicht am anderen Ende hängen. Dieses Gegengewicht gleicht den Fahrstuhl aus und hilft dem Motor, seine Aufgabe zu erledigen. Ich frage mich, was der Grund ist. Ich glaube, ich sehe da drüben etwas, was feststeckt. Ah, sieht so aus, als hätten wir den Grund. Wir müssen es sofort reparieren, sonst kommen wir nie rechtzeitig zum Zirkus. Wisst ihr, wir machen unseren eigenen Zirkus. Meine Damen und Herren, möge die große Fixie-Show beginnen. Und nun sehen Sie unsere Hochseiltänzerin. Runter. Also schließe ich jetzt die Augen und sehe nirgendwo hin. Autsch.
Jetzt präsentiere ich den fantastischen Trapezkünstler. Hopp, hoppla! Hey, und hopp! Yep. Hoppla! Die nächste Nummer, die Kraftmenschen. Ho, 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 ho. Oh. Ich bin nicht raus. Oh. Ich weiß, was zu tun ist. Mit der todestrotzenden nächsten Nummer. Schaut alle hoch. Marcia, wohin gehst du denn? Hoch zum elektrischen Motor. Wisst ihr, wie man sich auf die richtige Weise in einem Fahrstuhl verhält? Erstens sollten kleine Kinder nie alleine in einen Fahrstuhl steigen. Sie sollten nur mit ihren Eltern gehen oder anderen Erwachsenen, die sie gut kennen. Der Erwachsene sollte immer zuerst in den Fahrstuhl steigen und dann erst das Kind. Steigt man wieder aus, ist es andersrum. Erst das Kind und dann der Erwachsene. Geht man mit einem Hund in den Fahrstuhl, muss man aufpassen, dass sein Schwanz oder die Leine nicht stecken bleiben, damit sie nicht in der Tür hängen bleiben. Und noch etwas. Sollte der Fahrstuhl plötzlich stehen bleiben, aus irgendeinem Grund, versucht nicht, selbstständig herauszukommen. Drückt den Knopf, der das Notfallzentrum anruft, und wartet auf die Hilfe der Fahrstuhlreparatur oder auf die Fixies. Habe den Motor erreicht! Schalt ihn an! Oh, Sie haben ihn repariert. So schnell. Jetzt schaffen wir es. Es gab keinen Grund zur Sorge. Stopp! Das ist viel zu hoch. Und Thomas geht zum Zirkus. Ohne uns. Kein Grund, sich aufzuregen, Nolik. Unser Zirkus war genauso gut wie Ihrer. Stimmt's, Papus? Selbstverständlich. Danke! Danke? Wem danken? Was meinst du, wem? Na, der Fahrstuhlreparatur. Das Navigationssystem. Zwei, drei, vier. Warte, wer ist dran? Na, ich. Fünf. Eins, zwei, drei, drei. Und? Warte, lass mich nachdenken. Nach rechts oder nach links? Denk schneller. Nolik, was machst du da drüben? Überhaupt nichts. Ich stehe an meinem Platz. Gut, dann bleib bitte auch da. Jetzt du, Feuer. Was war das? Das ist mein Fixie-Tab. Oh, die Stunde fängt gleich an. Macht schnell. Wollen wir nicht zu Ende spielen? Später. Sobald Fixies in die erste Klasse der Fixie-Schule kommen, bekommen sie alle ein eigenes Fixie-Tab. Das ist ein kleiner Computer, der alles kann. Naja, er kann fast alles. Es macht super viel Spaß, mit einem Fixie-Tab zu arbeiten. Man kann darin wie in einem Buch lesen und darin Notizen machen. Mit einem Tab kann man Musik hören, Filme schauen, den Weg finden und mit seinen Freunden schreiben und chatten. Wenn man möchte, kann man mit einem Fixie-Tab nicht nur ins normale Internet gehen, sondern auch in das geheime Fixie-Internet, wo man Nachrichten aus der Welt der Fixies lesen kann. Es gibt auch Spiele auf dem Fixie-Tab. Natürlich machen die Spiele Spaß, aber die sollte man erst spielen, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind. Schneller, sonst kommen wir zu spät. Ich kenne eine Abkürzung. Hier lang. Und wo geht's jetzt lang? Ich muss mich an den Weg erinnern. Ich glaube nach links. Oder vielleicht rechts. Na was denn? Links oder rechts? Ich erinnere mich nicht. Aha. Und was machen wir jetzt? Wir fliegen wieder zurück. Sind wir von dort her geflogen? Nein, ich glaube, es war dort. Ich glaube, es war von dort. Oh, ich glaube, wir haben uns verirrt, Leute. Oh, oh. Keine Panik, Nolik.
Ich hab doch nur gepiepst. Ganz ohne Panik. Das ist deine Schuld, Feuer. Ich kenne Abkürzung hier lang. Wie sollen wir hier rauskommen? Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu spät. Vielen Dank, Feuer. Das war doch keine Absicht. Großfix wird uns bestrafen. Ah! Was ist denn? Ich glaube, ich weiß, wie wir herauskommen. Wie denn? Hier. Ich hatte vergessen, dass ich ja ein Navigationssystem habe. Toll, was soll denn das sein? Ein Navigationssystem ist eine elektronische Karte, mit deren Hilfe man den Weg finden kann. Durch die Signale von Satelliten kann ein Navi herausfinden, wo ihr gerade seid. Ihr müsst nur die Adresse des Ortes eingeben, zu dem ihr hin wollt, und das Navi berechnet die schnellste Route, die euch dorthin bringt. Es hilft euch auch auf dem Weg und sagt euch, wann und wo ihr abbiegen müsst, sodass ihr ganz einfach ans Ziel kommt. Mal sehen. Momentan sind wir hier. Und wohin sollen wir gehen? Ist doch klar. Na, du Schule. Aber wo ist die? Weißt du das wirklich nicht? Na, im Labor von Professor Eugenius. Bist du wohl still? Wohin wollen Sie gehen? Wir möchten in das Labor von Professor Eugenius. Einen Moment. Ich berechne die Route. Ha, na also. Das Navi sagt, es geht hier lang. Hey, wollt ihr da Wurzeln schlagen? Mir nach! Und wenn ihr von der Route abkommt, wird euch das Navigationssystem eine andere Route vorschlagen, die... Aha, da sind ja unsere Nachzügler. Ihr habt heute eine äußerst wichtige Stunde verpasst. Wir haben uns verirrt. Tut uns leid. Falls ihr es wissen wollt, das Thema ist Navigatoren. Ach, wirklich? Wir haben gerade ein richtiges Navi benutzt. Ja, so haben wir den Weg hierher gefunden. Na, da habt ihr aber ganz schön Glück gehabt. Denn jetzt bekommt ihr keine 5. Aber von nun an kommt ihr bitte stets pünktlich. Das verspreche ich. Jetzt wissen wir auch, welche Abkürzung wir nehmen sollen. Der Bewegungssensor. Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden. Ich habe eine Idee. Wir können zum Lager laufen und es holen. Weil es für Sie zu umständlich ist. Und so konnten Sie weiterarbeiten. Also gut. Merkt euch nur den Code für das Ersatzteil. A8375. Das merke ich mir bestimmt. Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha, wozu? Wir schleichen uns halt raus. Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's. Sind wir bereit? Ja, alles klar. Na dann los. Professor Eugenius, Sie sind hier. Wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet und sich selbst schließt? Ha! Klar weiß ich das, Elisa. Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut. Sehen Sie? Ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert. Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt. Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren. Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert, dann sendet er ein Signal an den elektronischen Motor der Tür. Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist. Dieser Mann ist erstaunlich. Nur ein bisschen unordentlich. Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor. Aber das Ersatzteil ist doch groß genug. Groß genug, dass der Sensor es sehen kann. Also wie kommen wir da rein?
Wir tricksen es aus. Wir laufen nah an der Wand entlang. Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben. Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch. Und schon wieder diese Teile. Hatte ich die nicht weggelegt? Ach, der Sensor hat uns trotzdem gesehen. Wir sollten ihn einfach zerschlagen. Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren. Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können. Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen. Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet. Ehe es regnet oder schneit, betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos. Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind. Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden, um Straßenlampen zu betätigen. Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus. Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht. Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Löschsystem zu betätigen. Deaktiviert! Das sollte genügen. Na dann, los jetzt! Tiri! Mission erfüllt. Gute Arbeit, Fixies. Eigentlich nicht so gut. Dieses Teil ist A7583. Aha. Ich wollte doch A8375. Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code. Hab ich auch. Und anschließend wieder vergessen. Ah, Ziffer, ich glaube nicht, dass du ihn vergessen hast. Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los. Danke, lass mal gut sein. Ich gehe selber. Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist. Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird. Professor! Autsch! Verzeihen Sie, das wollen wir nicht! Die Trommel. Also schalten wir es ein. Es rauscht. Hört ihr's? Würde ich ja gerne. Aber das Einzige, was ich höre, ist Noliks Geklopfe. Nolik, was machst du da? Ich probe mein Solo. Nolik ist Drummer unserer Rockband. Wusstet ihr das? Warum gehst du nicht und probst du anders, wenn es dir nichts ausmacht? Ja, na gut. So kann ich nicht arbeiten. Nolik, hör auf, bitte. Oh, mein Kopf zerplatzt. Professor Eugenius, würden Sie bitte mal ins Labor kommen? Dort gehen seltsame Dinge vor sich. Was? Ich höre einfach ein paar schreckliche Geräusche. Wirklich? Es ist wohl ein Geist. Ein Untoter. Geister gibt es nicht, Elisa. Ich sehe gleich nach. Also du machst hier diesen Krach, ja? Was? Ich probe nur. Und? Was ist es? Keine Sorge, es ist bloß ein Gerät, das etwas rattert. Weißt du, was ich vorschlage? Geh und übe zu Hause, mein junger Freund. Eine Trommel zu machen ist nicht schwer. Beispielsweise kann man ein leeres Fass nehmen und den Boden mit einer Haut aus Leder oder Plastik austauschen. Ist die Haut fest gespannt, wird der Klang sehr hell und laut. Sehr große Trommeln werden normalerweise mit einem Trommelschlägel gespielt, während kleinere Trommeln mit Sticks oder der bloßen Hand gespielt werden. Instrumente, die Klang erzeugen, indem sie geschüttelt, geschlagen oder geschrammt werden, nennt man Schlaginstrumente. Es gibt viele verschiedene Schlaginstrumente. Zum Beispiel kleine Handtrommeln namens Bongos, große Rasseln mit Griff, Maracas genannt und Zimbeln aus Metall. Die machen sehr viel Krach. Und es gibt Tamburin, Ratschen und sogar Löffel. Richtig! Menschen machen auch mit Holzlöffeln Musik und nutzen sie als Schlaginstrument.
Ja, gerne doch. Ich mache nur meine Hausaufgaben. Das kann ich auch. Sogar besser als du. Und wenn ich so spiele, hä? Dann spiele ich so. Oder so. Endlich weiß ich, was ich sein will. Ich weiß endlich, was ich werden will. Wenn ich mal groß bin, werde ich ein Trommler. Und ich trommel rum wie wild. Also trommel ich auf der Heizung. Schlag die Töpfe in der Küche ein. Bitte schenk mir doch Erbarmen und ein Schlagzeug irgendwann. Mama, mir macht nur das Trommeln Spaß. Also trommel ich auf der Heizung, schlag die Töpfe in der Küche ein. Bitte schenk mir doch Erbarmen und ein Schlagzeug irgendwann. Das macht Spaß. Vielleicht macht es dir Spaß. Stopp. Bis Und jetzt schalten wir es aus. Hört ihr das? Es rauscht nicht mehr. Das stimmt. Hey Leute, es ist Nolik. Yo, was geht? Ah, unser Poltergeist ist zurück. Ich dachte, du übst jetzt zu Hause. Da trommelt Tom Thomas. Ich musste wegrennen. Nun, unsere Exkursion ist beendet. Und nun würde ich mich über eine kleine Kostprobe freuen von eurer Rock-Musikband. Hurra! Komm schon, bitte nicht so laut. Hast du was gesagt? Bitte, Leute, nicht so laut, bitte. Hund. Hm. Es geht um mich. Pixies? Das ist Kaubacke. Klingt, als ob sie sauer auf uns ist. Ich wüsste gerne, was dieser verrückte Hund denkt. Ich denke an euch. Versteckt euch. Die Menschen sehen euch sonst. Ich gehe. Bis später. Es wird regnen. Kaubacke, hab keine Zeit zu spielen. Ich spiele nicht. Seine Füße werden nass. Tom Thomas, mach's gut. Komm nicht zu spät. Kaubacke, es reicht. Nein, ich muss in die Schule. Er hat doch heute Matheunterricht und vergisst sein Mathebuch. Ich versuche nur ein guter Hund zu sein, aber niemand versteht mich. Hunde dienen den Menschen schon seit der Antike, zusammen mit Kühen, Hühnern und anderem Kleinvieh. Aber von allen diesen Tieren war der Hund der allererste. Am Anfang sahen Hunde aus wie Wölfe. Mit der Zeit veränderten sie sich und entwickelten sich in verschiedene Hunderassen. Von großen Schäferhunden bis hin zu winzigen Chihuahuas. Der Hund ist also nicht nur des Menschen bester Freund, er ist auch sein erster. Was ist das für ein Geruch? Simka, komm raus da. Ich seh dich. Nolik, spring runter. Oh nein, wir sitzen in der Falle. Alarm, es brennt da drüben. Warum hören Sie nicht zu? Ich glaube, sie isst uns gleich auf. Zusammen mit der Box. Wir sind erledigt. Kommt schon,
seht! Ah, Funken in der Steckdose! Oh nein! Etwas muss kaputt gegangen sein. Sollen wir sie reparieren? Kinder dürfen niemals Steckdosen berühren, das weißt du. Das ist verboten. Was sollen wir dann machen? Du holst Pappus und ich bleibe hier und warte auf euch. Aber wo ist Pappus? Ich weiß, wo er ist. Ich weiß nicht, warum sie bellt, aber ich glaube, Kaubacke will uns helfen. Dann komm, Kaubacke. Hilf uns. Er ist da drin. Pappus! Pappus! Nolik, warst du das? Da zischt eine Steckdose und es riecht echt verbrannt. Bist du sicher? Ja, Kaubacke hat sie gefunden. Wirklich? Gut gemacht. Es gibt viele Arten von Diensthunden. Hunde, die Menschen helfen, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel ein Haus zu beschützen oder eine Schafherde, wenn die Hunde Schäferhunde sind. Manche Diensthunde helfen bei der Grenzkontrolle, während andere für die Polizei arbeiten. Es gibt Schlittenhunde, die Menschen oder Güter transportieren im Norden, wo immer Schnee liegt und es keine Straßen gibt. Einige Diensthunde helfen Blinden und bringen sie an die Orte, zu denen sie gehen wollen. Es gibt Hunde, die Menschen retten, die auf Bergen feststecken. Und das ist nicht alles. Hunde waren schon im Weltraum vor dem Menschen. Aber denkt nicht, die Hunde hätten diese Aufgaben einfach so bekommen. Oh nein! Genau wie Menschen müssen Hunde sehr lange trainieren, bis sie wichtige Aufgaben übernehmen dürfen. Das war's. Es wird kein Feuer geben, nicht heute. Hurra! Gut gemacht, Kaubacke. Du bist ein echter Diensthund. Da besteht kein Zweifel. Hurra! Ich arbeite. Ich bin ein echter Diensthund. Ach, Kaubacke, geh weg. Ich hatte heute Morgen schon genug von dir. Sag das nicht, denn diese Diensthündin hat dein Haus gerade vom Abbrennen bewahrt. Was meinst du? Sie hat auch aus der Steckdose gerochen. Es könnte sein, dass Kaubacke es gut meint und das Richtige tun will, aber niemand versteht sie. Das ist schwer zu glauben. Was ist denn mit dem Buch? Oh, mein Mathebuch. Ich hatte es hier gelassen. Weißt du noch, wie Kaubacke heute Morgen wollte, dass du es mit in die Schule bringst? Stimmt. Braves Mädchen, Kaubacke. Gut gemacht. So ein Sturm. Meine Füße sind komplett nass. Aber heute Morgen wollte Kaubacke, dass du ein anderes Paar Schuhe anziehst. Du hast recht. Ich sollte wohl dieser kleinen, klugen Hündin besser zuhören. Endlich verstehen Sie mich! Der Konstrukteur. Ping! Ha! Hä? Was? Hallo, Tom Thomas. Was malst du da? Ich male nicht. Das nennt man Zeichnen. Was heißt das? Sag mir, ist das ein Kreis? Sicher. Und das? Ist auch ein Kreis, nur etwas runder. Natürlich. Den habe ich nämlich gezeichnet. Mit einem Zirkel. Und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Jetzt lade ich meine Dartpistole. Wow! Warum schießt du damit auf mich? Es war die Pistole. Ich habe nicht mal abgedrückt. Was? Ist die kaputt? Ich werde sie öffnen und nachsehen. Da, dieses kleine Teil ist kaputt. Ich werde Pappus suchen. Er kann dir helfen. Er kann ein neues machen. Ein brandneues. Warte, ich entwerfe eine Bauzeichnung. Wird Pappus in der Lage sein, die zu lesen? Machst du Witze? Pappus ist ein Experte in allem. Fertig. Wow, Tom Thomas, du bist ein echter technischer Zeichner. Ein Konstrukteur, Nolik. So nennt man das. Versucht mal, einen perfekten Kreis freihand zu zeichnen. Daraus wird nichts, hm? Nun, mit Hilfe eines Zeichenzirkels wird euer Kreis perfekt. Man setzt die Nadel ins Zentrum und dreht den Zirkel. Und fertig! Ein Zirkel ist nur einer von vielen Werkzeugen fürs technische Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel eine gerade Linie zeichnen wollt, braucht ihr ein Lineal.
Und wenn ihr einen Rahmen für euer Bild zeichnen wollt, könnt ihr ein Dreieck benutzen. Zieht eine Linie auf einer Seite und dann auf der anderen. Und um den Rahmen fertig zu zeichnen, dreht das Dreieck herum und zeichnet die anderen beiden Seiten. So bekommt ihr ein perfekt gerahmtes Bild. Es gibt auch Zeichengeräte, um gebogene Linien zu zeichnen. Sie heißen Kurvenlineal oder Schablone. Aber eigentlich nutzen die Leute heutzutage immer öfter Computer, um technische Zeichnungen zu machen. Papus! Hä? Ui, ui! Was ist passiert? Wir brauchen dringend deine Hilfe! Ein Teil in Tom Thomas' Dartpistole ist gebrochen. Kannst du es nachbauen? Was für ein Teil genau? Schau, hier ist eine technische Zeichnung. Oh, ihr habt sogar eine technische Zeichnung. Sehr gut, mal sehen, wie es aussieht. Bitte sehr. Super, mal sehen. Das wird nicht klappen. Siehst du, an der Seite passt es nicht. Ich muss noch eine technische Zeichnung machen. Nolik, du hast mich wieder erschreckt. Verzeih mir, aber da müsste ein Vorsprung sein. Hier, auf diese Seite. Und du bist sicher, das ist alles? Bestimmt, Ehrenwort. Tom Thomas, es ist fertig. Hör zu, während du weg warst, habe ich gemerkt, dass das Teil hier ein Loch hat. Genau hier. Schon wieder? Tut mir leid, aber in dem Teil ist auch ein Loch. Eine technische Zeichnung ist eine besondere Zeichnung. Sie muss präzise die Maße des Gegenstandes beschreiben, der erstellt werden soll. Um das zu tun, muss die Zeichnung sehr genau sein und alle Maße beinhalten. Und das ist nicht alles. Ist das Objekt komplex, muss es von mindestens drei Seiten gemalt werden. Vorderansicht, Seitenansicht und von oben. Seht ihr? Das Objekt wirkt anders von jeder Seite. Also wenn ihr euch Zeit sparen wollt, lernt genau zu zeichnen. Und zack! Es klappt! Und das dank der technischen Zeichnung. Ja, nach drei Versuchen, tolle Konstrukteure seid ihr. Jetzt kann ich alle möglichen technischen Zeichnungen machen. Sogar eine von dir, wenn du magst. Nein, danke. Hey, das toll. Kitzelt. Tu mir einen Gefallen und dreh dich. Hey, was machst du da? Hör auf! Was machst du? Ich glaube, jetzt hab ich's. Es ist fertig. Und was ist das für ein Kreis? Das bist du von oben. Weißt du was, Simka? Genau so siehst du von hier oben aus. Nolik, bring das rüber zu Papus. Er kann daraus eine zweite Simka machen. Nein, danke, Tom Thomas. Für mich reicht eine Simka aus. Der Globus. Eins, zwei, drei. Habe ich doch gesagt. Man kann sich nirgendwo festhalten, wenn sich der Globus so schnell dreht. Aber ich weiß, dass ich es kann. Gib mir das Stück Seil da. Los. Jetzt wirst du mich nicht abschütteln. Dreh ihn. Na los. Wow. Was machst du da? Erkundest du etwa die Schwerkraft der Erde? Das ist ein Globus, nicht die Erde. Ein Globus ist ein Modell der Erde, oder? Hey, komm schon, Simka. Der Globus sieht aus wie ein Ball. Aber die Erde ist flach. Wir laufen drauf. Die Erde sieht auch aus wie ein Ball. Nur eben ein sehr, sehr großer. Das ist nicht wahr. Wenn die Erde wirklich so rund wäre, wie du sagst, dann würden die Leute ja runterfallen. So wie ich vom Globus. Nein, es ist nur so, dass die Erde alles anzieht. Bist du sicher? Der Planet, auf dem wir leben, die Erde, ist eine riesige Kugel. Die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde.
Wisst ihr, warum sie nicht voneinander wegfliegen? Das liegt an einer Kraft, die man Schwerkraft nennt, durch die sich alle Objekte anziehen. Je schwerer das Objekt, desto stärker die Anziehung. Deswegen werden Menschen, Felsen, Luft und Wasser zur Erde gezogen, statt dass sie in den Weltraum schweben. Durch Schwerkraft können wir auf der Erde laufen. Und warum zieht mich der Globus nicht an wie die Erde? Weil dieser Globus sehr leicht ist. Verglichen mit der Erde ist dieser Globus Millionen über Milliarden Mal leichter. Verglichen mit der Erde sind wir Staubkörner. Er hat recht. Schau, ein Staubkorn, es wird vom Globus angezogen. Wie wir von der Erde. Ach komm schon, das ist nur, weil niemand sich dreht. Aber die Erde dreht sich und wir werden angezogen. Was? Das glaube ich dir einfach nicht. Wie soll die Erde sich denn drehen? Du hast wirklich keinen blassen Schimmer, wie aus Tagen Nächte werden, oder? Mal sehen. Das ist, weil die Sonne hoch und runter geht. Seht mal, unsere Sonne ist hier und ihr seid dort. Auf der Erde. Ist es dunkel, Nullig? Es ist dunkel. Dann ist es Nacht auf deiner Seite. Und hier ist es Tag. Alles klar. Und jetzt drehen wir die Erde. Hurra! Nun ist es bei mir Tag. Und bei mir ist es Nacht hier drüben. Ah, nun ist es wieder dunkel bei mir. Und bei mir ist es wieder Tag. Okay, gut. Ihr habt recht. Ich glaube euch. Die Erde dreht sich. Die Erde dreht und dreht sich wie ein gekippter Kreisel. Und während sie sich dreht, scheint die Sonne ihr Licht auf die Seite, die die Erde der Sonne gerade zuwendet. Und wenn die Erde sich einmal komplett gedreht hat, können wir sehen, wie aus der Nacht Tag wird und aus dem Tag wieder Nacht wird. Die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal komplett zu drehen. Doch das ist noch nicht alles. Die Erde dreht sich auch im Weltraum um die Sonne. Die Erde braucht ein Jahr, um sie einmal zu umkreisen. Während sie auf ihrer Bahn kreist, sind abwechselnd der obere und der untere Erdteil näher an der Sonne. Das liegt daran, weil die Erdachse geneigt ist. Wenn der obere Teil näher an der Sonne ist, ist dort Sommer. Zur gleichen Zeit ist im unteren Teil Winter. Und wenn es Winter im oberen Teil ist, ist es unten Sommer. Nullig! Nullig, wo bist du? Bin ich sicher! Irgendwo in Kasachstan. Die Gravitationskraft ist super stark hier. Also los, dreh mal. Du wirst wieder runterfallen, Nullig. Keine Sorge, versuch's einfach. Und kümmere den Globus, wenn du magst. Siehst du? Ha! Und du warst sicher, ich würde vom Globus runterfallen. Das ist seltsam. Nullig, komm mal hierher. Wozu? Das wirst du gleich sehen. Ich will nicht. Willst du nicht oder kannst du nicht? Tom Thomas, guck mal. Ha, ich seh's. Er hat sich selbst festgeklebt, oder? Ja, mit dem Kaugummi. Wird es nicht Zeit zu gehen? Aha. Und ich? Was wird aus mir? Hey, ihr müsst mir helfen. Verlasst mich nicht. Sollen wir ihm helfen? Schattenspiel. Oh, hallo Tom Thomas. Was machst du hier? Ach, ich suche die Büroklammer. Gib mir etwas Licht. Was ist so lustig, hm? Wir versuchen dir zu helfen. Ihr habt lustige Schatten, deswegen. Hey, seht euch das an. Es ist ein Adler. Simba ist eine Gans. Sie sieht eher aus wie ein Elch. Stimmt, wirklich, hm? Na gut, pass auf. Ihr seid ja wie Schauspieler aus einem Stück. Aha. Schauspieler sind im Theater, weißt du? Und wir unterm Bett. Na und? Und was, wenn wir unser eigenes Theater machen? Ein Theater aus Schatten. Cool. Tom Thomas, wir brauchen ein Stück Papier. Ein großes. Ihr könnt ganz einfach euer eigenes Schattentheater machen. Als Leinwand kann man ein Stück weißes Papier oder Bettlaken nehmen. Dann macht ihr das Licht aus und strahlt eine Schreibtischlampe auf den Bildschirm. Um die Schatten zu machen, stellt euch selbst oder eine Schablone zwischen die Lampe und die Leinwand.
euer Schatten oder der Schatten eurer Schablonen erwacht zum Leben. Aber passt auf, dass das Publikum auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Auf dieser Seite wird das Stück viel faszinierender sein. Tom Thomas, Licht! Oh wow, Simka! Du siehst ja voll aus wie Rotkäppchen! Hallo, liebes Enkelkind! Hallo, liebe Großmutter! Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes! Nolik, komm schon, wir proben! Die Stimme des Wolfs ist lustig. Großmutter, ich habe nie bemerkt, was du für große Zähne hast. Damit ich dich besser fressen kann, mein Liebes. Yum, 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 yum. Lass sie raus, Wolf. Oder ich hole sie. Ja, selber raus. Du? Mich aufhalten mit dem kleinen Stock? Hey, das kommt nicht im Märchen vor. Aber im Märchen ist das ein normaler Jäger. Und was denkst du, bin ich? Sieh doch selber. Du bist viel zu klein für einen Jäger. Gut, dann probt eben ohne mich weiter. Nun, dann muss ich wohl den Jäger aus Papier machen. Genug, wir machen eine Pause. Ich bin echt durstig. Sie war so salzig, diese Oma. Nolik, sei nicht traurig. Der Wolf ist riesig und ich bin so winzig. Dann machen wir dich größer. Siehst du? Jetzt bist du größer. Ja, du hast recht. Und wenn wir ganz nach hinten gehen, bin ich sogar noch größer. Jetzt weißt du's. Je näher du an die Lampe gehst, desto größer wird dein Schatten auf der Leinwand. Klasse! Es gibt so viele verschiedene Theaterformen auf der Welt. Im dramatischen Theater spricht der Schauspieler den Text des Bühnenautors. In der Oper sprechen die Schauspieler ihren Text nicht. Sie singen ihn, begleitet von einem Orchester. Und hier im Ballett singen oder sprechen die Darsteller gar nicht. Hier wird die Geschichte nur durch Tanz erzählt. Es gibt auch Theater, in denen die Darsteller Tiere sind. In einem Tiertheater kann man Vorstellungen mit Katzen oder Hunden sehen. Oder Ziegen und Tauben. Und sogar mit Bären und Robben. Es gibt auch Theater, wo die Geschichten von Puppen erzählt werden. Um ehrlich zu sein, werden die Puppen von Menschen gespielt. Ja, es gibt so viele verschiedene Theaterformen. Mein Lieblingstheater ist das Schattenspiel. Ich denke, es ist das schönste und mysteriöseste Theater von allen. Hallo, liebe Großmutter. Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes. Und Großmutter, was hast du nur für große, dicke, scharfe Zähne? Damit ich dich besser auffressen kann, mein Liebes. Ja. Oh, na warte. Aha, Wolf, ich hab dich. Der Jäger ist so stark. Du bist der Jäger? Wo ist dann dein Gewehr? Wozu brauche ich ein Gewehr? Du bist so winzig, da reicht eine Fliegenklatsche aus. Aber ich erledige es lieber so. Wie denn? Mit bloßen Händen. Ein klasse Move. Richtig. Wen mochtet ihr am liebsten? Ich mochte die Großmutter. Natürlich war Rotkäppchen die Beste. Für mich der Jäger. Er war so mächtig und so furchtlos. Und für mich die Spezialeffekte. Die Kamera. Das reicht schon. Und lass mich sehen, wie hübsch du heute aussiehst. Sag das bitte bloß nicht im Fahrstuhl. Macht's gut. Check das aus, Nolik. Cool, hä? Bekommst du keinen Ärger dafür? Nein. Mein Papa hat mir erlaubt, ein paar Bilder zu machen mit seiner Kamera. Nein, ich meine das Bild. Bist du sicher, dass deine Eltern nichts dagegen haben, dass du es gemacht hast, ohne zu fragen? Aber seht doch, so ein tolles Bild. Weißt du was, Tom Thomas? Du bist ja wie ein Paparazzi oder sowas. Paparazzi? Die machen doch ein Foto und bekommen dafür Millionen, oder? Ganz genau. Und alles andere ist ihnen egal, außer ihre Fotoapparazzis. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Fotokamera funktioniert? Angenommen, ihr wollt ein Foto von der Landschaft machen.
Das Licht von draußen strömt durch die Linse der Kamera. Das ist das Glasauge vorne an der Kamera. Die Linse nimmt das Licht aus der Umgebung außerhalb der Kamera auf und macht daraus ein winziges Bild innerhalb der Kamera. Dann wird das Bild auf einem speziellen elektronischen Sensor gespeichert namens Matrix. Der ist lichtempfindlich. Klick! Und da ist euer Foto. So eine tolle Idee. Jetzt weiß ich, ich werde Paparazzi. Hey, was ist mit deinem Versprechen? Welches Versprechen? Uns niemals zu fotografieren. Wir sind ein Geheimnis. Stopp! Hey, entspannt euch. Ich lösche sie später. Tom Thomas, hör sofort auf damit. Werde ich nicht, bis ich ein Foto von euch habe. Nolik, schnell weg. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ich hab euch. Die Story des Jahrhunderts. Das Monster und seine Beute. Tom Thomas, Hilfe! Nein, er wird nicht helfen, denn er ist ein Paparazzi. Ja, ich hab sie. Das ist mein allerbestes Foto. Was ist das für ein Krach? Tolles Bild! Die allerersten Kameras wurden vor fast 200 Jahren erfunden. Aber sie funktionierten sehr langsam. Wollte man ein Porträt haben, musste man eine ganze Stunde lang still sitzen. Nach der Erfindung des Filmes wurden Kameras viel schneller. Und es wurde möglich, etwa 10 Bilder pro Minute zu machen. Auf einem Filmstreifen erscheint alles umgekehrt. Schwarze Flächen auf dem Bild sind weiß und das Weiß ist schwarz. Es sieht nicht normal aus, bis das Bild vom Film auf ein Stück Fotopapier übertragen wird. Heute machen Menschen Bilder mit Digitalkameras, die ganz ohne Film funktionieren. Man kann sich die Bilder, die man gemacht hat, sofort auf dem Bildschirm ansehen, um sie auszuwählen. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man gleich ein neues Bild schießen. Und heute braucht ihr nicht mal eine separate Kamera, um Bilder zu schießen. Fast jedes Handy hat eine. Simka, Nolik, seid ihr da drinnen? Hey, kommt raus. Ich höre auf, Fotos von euch zu machen. Wir sind doch Freunde. Es tut mir leid, Leute. Wir wurden fast lebendig von einem Hund verspeist. Bitte vergebt mir. Wollt ihr euch die Bilder ansehen? Klar. Na los, zeig uns, was du hast. Wir sind nicht in dem Bild. Und hier auch nicht. Gut gemacht, Paparazzi. Einen Moment. Ich hab noch eins und da seid ihr drauf. Da bin ich mir sicher. Seht! Ich zoome näher ran. Das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Es ist möglich. Aber wann hattet ihr Zeit, zu Schrauben zu werden? Als du den Knopf gedrückt hast. Wenn wir Angst haben, dann verwandeln wir uns super blitzschnell. Reingelegt. Ha! Paparazzi. Und was stellst du jetzt mit deinen Millionen an, Mr. Paparazzi? Ach, hört doch bitte auf, mich so zu nennen. Kein Problem, nachdem du jedes einzelne Foto sofort löschst. Na gut, ich lösche sie. Und muss ich das auch löschen? Nein, behalt es. Es ist ein tolles Foto. Es gefällt mir nämlich wirklich sehr. Der Saugnapf. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Liebe Freunde. Dann ist sie ja für uns. Klar, denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Werft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na, gleich hier. Schaut, warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fische wissen, wie viel Uhr es ist? Nolik, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr.
Siehst du? Da steht wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist da vorn. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmen zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet, denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren. An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequetscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Rowdy einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen das Glas hochheben. Hopp, hopp, hopp. Nicht zu fassen. Wir benötigen einen Saugnapf. Ein Saugnapf? Saugnäpfe werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht zu, dass Luft hineingelangt. Also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Wunderbar, Nolik. Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst. Mein Saugnapf löst sich niemals. Naja, lasst uns sehen, was hier steht. Simka, du solltest dich beeilen. Stellt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Hm, was könnte denn hier schon kaputt gehen? Ah, die Glasplatte, Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat. Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Ha, was meinst du wohl? Nolik, der Saugnapf war ja wohl seine Idee. Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen. Hört mal, das ist alles meine Schuld. Weil der Saugnapf ja meine Idee war. Ich muss aufräumen. Jetzt komm schon, Großfix. Wir machen das schon sauber. Professor, der Saugnapf war trotz allem eine prima Idee. Die Gebrauchsanleitung. Funktioniert nicht. Versuch es vielleicht andersherum. Siehst du die Gebrauchsanleitung? Warum sollte ich? Anleitungen sind für Deppen. Ja, Anleitungen sind für Deppen. Na gut. Ah, was ist los? Ah, meine Batterie! Gebrauchsanleitungen zeigen uns, wie wir etwas richtig machen. Anweisungen für Möbel zeigen uns, wie man die Teile zusammenbaut. Mit der Anleitung eines Fernsehers können wir Bild und Ton so einstellen, wie wir wollen. Die Anleitung auf der Haferflockenpackung erklärt uns die Zubereitung.
Die Packungsbeilage von Medikamenten sagt uns, wofür das Medikament da ist und wie man es richtig anwendet. Also lest immer die Anleitung, wenn ihr Dinge richtig machen und Probleme vermeiden wollt. Ich hab sie. Da ist sie. Hier, Tom Thomas. Wow. Wir haben dir einen neuen Stuhl besorgt. Aber er muss zusammengebaut werden und ich fürchte, das wird etwas schwierig für dich. Wird es nicht. Keine Sorge, Papa. Ich schaff das. Schaffst du es bis zum Mittag? Dann gibt's heute Abend Eiscreme. Eis am Stiel. Oder zwei. Bau erst den Stuhl zusammen. Tom Thomas, kann ich dir helfen, den Stuhl zusammenzubauen? Na klar. Hey, erst müsst ihr die Anleitung lesen. Ach, Simka, sei doch nicht so eine Langweilerin. Als ob ich noch nie einen Stuhl gesehen hätte. Oder als ob ich noch nie einen gesehen habe. Na, Tom Thomas, bist du fertig? Das Essen wartet. Na los. Oh, Papa, nein. Ich brauche noch 2 Minuten. Hm? Simka, hilf mir. Wie? Was steht genau in der Gebrauchsanleitung? Ha, ich dachte, du würdest das ohne dich schaffen. Ha, okay, ich helfe dir. Mal sehen. Nimm das Teil dort und dieses da drüben. Nolik, hol eine Schraube. Nein, die längere. Die ist da drüben. Die ersten Stühle und Bänke gab es schon im alten Ägypten. Der Thron des Pharao war besonders, denn er hatte eine Lehne. Man nimmt an, dass der Thron des Pharao eigentlich der erste Stuhl war. Lange Zeit war ein Stuhl ein Luxusgegenstand. Reiche Edelmänner brachten ihre eigenen Stühle mit zu Festen. Je wichtiger der Mann, desto höher war seine Stuhllehne. Erst im 19. Jahrhundert wurden Stühle Teil eines normalen Haushaltes. Heute gibt es so viele verschiedene Stuhlarten. Holzstühle, Plastikstühle, Metallstühle, Barhocker, Rollstühle, Klappstühle, Babystühle, alle möglichen Arten von Stühlen. Nun, wie soll man auch am Tisch sitzen ohne Stühle? Ich glaube, wir schaffen es. Schraub es fest, schnell! Nolik, wir brauchen noch eine Schraube. Aber es gibt keine mehr. Doch, du musst sie finden. Ich habe schon überall gesucht. Tom Thomas, die Zeit ist um. Nolik, hilf mir doch. Wie? Nur eine Minute, das reicht. Werde zur Schraube. Wenn es nur eine Minute ist, mache ich es für dich. Ich bin fertig. Das warst du? Hm, gut gemacht, Sohn. Mama, ich habe die Wette gewonnen. Kannst du das glauben? Er hat den Stuhl zusammengebaut. Super gut. Na los, setz dich. Oh. Ah. Ah, jetzt sehe ich es. Da fehlt eine Schraube. Aber ich hatte sie reingeschraubt. Sie muss sich, muss wohl... Was? Muss wohl was? Sieh, da ist sie. Jetzt steckt die Schraube wirklich fest. Und das versprochene Eis hast du jetzt verloren. Nun denn, Herr Stuhlbauer, kommst du essen? Ja, in einer Sekunde. Wo ist dieser Nolik? Der ist weggerannt. So ein Verräter. Ist er nicht. Er hatte dir versprochen, für eine Minute zur Schraube zu werden und die Minute war vorbei. Und wo ist er jetzt? Da drüben. Er liest sich die Anleitung für die Uhr durch. Hey, Tom Thomas. Anscheinend haben wir die falsche Batterie genommen. Wir hätten so eine nehmen sollen. Siehst du, Tom Thomas? Wenn du kein Depp sein willst, lies die Anleitung gut durch. Der Barcode. Also, was machen wir, falls wir Menschen begegnen? Verstecken, oder? Und was machst du, wenn es kein Versteck gibt? Dann verwandeln wir uns in Schrauben. Ganz genau. Wo ist es nur? Wo zum Kuckuck habe ich es nur hingelegt?
So ein verwirrter Schussel. Ah, es ist Professor Eugenius. Kein Grund, sich zu verstecken. Er ist unser Freund. Wo ist es hin? Haben Sie was verloren, Professor? Ja, Herr Kollege. Es ist echt schlimm. Gestern habe ich ein Bügeleisen getestet und heute... es ist wie vom Erdboden verschluckt worden. Ja, wo könnte es denn sein? Es kämen zwei Orte in Frage. Entweder im Lagerhaus oder... nicht im Lagerhaus. Ja, diese Information wird uns helfen. Oder sie tut es nicht. Klasse. Mir nach. Ins Lagerhaus. Das einzeln aufmachen müssen, brauchen wir zwei Tage dafür. Vielleicht haben wir Glück. Lass uns hier reingucken. Nein, da drinnen ist ein Föhn. Ein Föhn? Wow, echt ein Föhn. Und was mag hier drin sein? Ein Mixer. Ja, fantastisch. Und in diesem Paket? Das ist ein Wasserkocher. Der ist hergestellt in Japan. Er hat recht, da ist ein Wasserkocher drin. Professor, ist das ein Trick? Ich check's nicht. Profix, wie machst du das nur? Es muss Zauberei sein. Was sonst? Also ich glaube, er macht's wie folgt. Der Professor hat eine Brille, mit der er in die Pakete sehen kann. Natürlich nicht. Ich weiß ja nur, wie man den Barcode liest, der überall abgedruckt ist. Ach, den! Wenn ihr euch das Gedruckte auf Paketen und Schachteln anseht, werdet ihr ein Symbol mit vielen schwarzen Linien und Nummern finden. Diese Symbole nennt man Barcodes. Jeder Barcode beinhaltet verschiedene Informationen. Was der Artikel ist, aus welchem Land er stammt und sogar in welcher Fabrik er hergestellt wurde. Mit Hilfe eines speziellen Lesegerätes, dem Scanner, ist es möglich, alle Informationen zu lesen, die der Barcode enthält. Für Geschäfte ist es wirklich ein exzellentes System, um zu wissen, was sie alles haben. Sie brauchen noch nicht mal einen Scanner dafür? Richtig, ich kann Barcodes auch so lesen. Ich werde es euch beibringen. Klasse. Mal sehen. Wir suchen nach einer Schachtel mit einem Bügeleisen. Da! Gut, bringt den Professor her. Heutzutage gibt es auf fast allen Dingen, die verkauft werden, ein Kennzeichen. Zum Beispiel dieses Zeichen hier ist ein Barcode. Und das hier ein QR-Code. Diese Symbole weisen uns auf vielerlei Informationen hin. Nehmen wir an, ihr geht an einem Gebäude vorbei und seht einen QR-Code. Wenn ihr eure Handykamera auf das Symbol lenkt, dann erscheinen auf dem Bildschirm Informationen über den Erbauer und wann es erbaut wurde. Toll, oder? Schade, dass nicht jedes Handy das schon kann. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch Kennzeichen, die ohne Bilder funktionieren. Es gibt Elektrochips, die Informationen enthalten. Diese Chips werden in Personalkarten oder Reisepässe eingebaut. Und um durchgelassen zu werden, muss man die Karte nur nahe genug an einen Kartenleser halten. Ihr seid einfach toll. Und es ging auch so schnell. Was täte ich ohne euch? Hä? Was ist denn los? Das ist kein Bügeleisen. Wem gehört dieses Sandwich? Mir. Gestern wollte ich es in den Kühlschrank legen, aber ich schätze, ich habe es wohl in, ich werde immer so leicht abgelenkt. Hört mal, wir müssen das logisch angehen. Wenn ihr Sandwich in dem Paket legt, wo das Bügeleisen hingehört, dann wird sich das Bügeleisen im Kühlschrank befinden. Da bist du. Mein neues Bügeleisen. Ich hab dich überall gesucht. Ich danke euch von Herzen. Das ist wirklich nicht nötig. Sie sind auch immer da für uns. Wir durften sogar in ihrem Labor unsere eigene Schule gründen. Und wir müssen uns nicht verstecken. Ja, denn sie sind so gütig und lieben Fixies. Der Fleck. Tom Thomas, was machst du da?
guckst du etwa Fernsehen, ohne ihn angeschaltet zu haben? Ich gucke nicht, ich beobachte mein Spiegelbild. Schau mal, ich porträtiere mich nämlich selbst. Du teleportierst dich selbst? Durch den Fernseher oder wie? Porträtiere, nicht teleportiere. Ein Selbstporträt ist, wenn ein Künstler sich selber malt. Sich selbst? Ha! Du denkst wohl, du hast solche Muskeln wie die Superhelden, die du hier gemalt hast, hä? Woher soll ich denn wissen, wie meine Muskeln aussehen? Und überhaupt, stör mich nicht bei meiner Kunst. Tom Thomas, ein Fleck! Oh nein! Wisch ihn weg! Mach schnell! Jetzt ist es schlimmer. Was jetzt? Wenn Marcia nur hier wäre. Normaler Dreck kann abgebürstet oder mit Wasser abgewaschen werden. Aber es gibt auch Flecken, die man nicht so leicht los wird. Obstflecken müssen in heißem Wasser eingeweicht werden. Blutflecken dagegen sollten nie in heißem Wasser gewaschen werden. Man kann auch Farb- oder Rostflecken waschen. Dafür braucht man einen besonderen Fleckenentferner. Aber Fleckenentferner sollten nur benutzt werden, wenn eure Eltern oder andere Erwachsene dabei sind, die aufpassen. Ich weiß es auch ohne Marcia. Womit entfernt man Bleistiftstriche? Mit einem Radierer. Aber das Hemd ist kein Papier. Na und? Versuchen wir es. Na los! Jetzt hat der Fleck drei Farben. Noch eine Idee. Wir sollten drüber streichen. Mit diesem weißen Stift. Drüber streichen? Ja! Das war eine blöde Idee. Jetzt weiß ich's. Wir brauchen etwas Wasser. Das muss in die Waschmaschine. Denkst du nicht? Nein. Weiß wäscht man nicht mit Farben. Und du hast ein weißes Hemd voller Farbe. Und was ist, wenn wir mehr Wasser nehmen? Wie viel mehr denn noch? Noch irgendwelche Ideen? Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ihr habt alles falsch gemacht. Ihr hättet einen Fleckenentferner benutzen müssen. Fleckenentferner? Wozu? Oh, sieh doch mal, Simka, wie schön es aussieht. Als hätten sie mit Absicht darauf gemalt. Spule ist Simkas beste Freundin. Sie ist sehr groß, fast so groß wie Papus. Ja, sie ist die Größte in der Klasse und stark ist sie auch. Spule lacht gern und niemand lacht so laut wie sie. So ist sie eben. Fröhlich und nett. Sie ist für alle da, die sie brauchen und sorgt dafür, dass ihre Freunde sich vertragen. Natürlich finde ich es nicht so toll, dass sie mich wie ein kleines Baby behandelt. Immerhin ist sie diejenige, die vor Katzen Angst hat. Sie hat sogar Angst vor süßen kleinen Spinnen. Und sie ist total abergläubisch und glaubt an Horoskope. Spule glaubt alles, was man ihr sagt. Das ist großartig, denn so kann man sie wunderbar reinlegen. Aber sie nimmt das alles nicht so ernst. So ist Spule eben. Das war mit Absicht, oder? Na klar. Tom Thomas, nein, was soll das? Du kriegst Ärger für einen Fleck und jetzt machst du noch mehr davon? Keine Sorge, Nullig. Mama hat gesagt, dass das ein altes Hemd ist. Ich darf es ruinieren. Ach, wozu dann die ganze Mühe? Ein Fleck hier und da und dort und auch hier. Schön! Ja, noch einer dort und vielleicht noch hier. Wow, sieht aus wie ein Feuerwerk. Richtig. Es gibt einen Namen für die Kunstrichtung dieses Gemäldes und zwar nennt man sie abstrakte Kunst. Es gibt viele Linien und Flecken überall und jeder sieht darin, was er darin sehen will. Ah, seht, eine goldene Kugel am Fluss. Und da kommt Tom Thomas tatsächlich mit einer 5 aus der Schule. Tom Thomas, was ist denn das hier für ein Chaos? Und was ist das? Das ist abstrakte Kunst. Das hat was Gutes. Ich mag es. Abstrakte Kunst, ist das nicht toll? Ah, mein kleiner Künstler. Die Biene.
Tom Thomas? Hallo. Wieso isst du die Marmelade direkt aus dem Glas? Na, weil sie schmeckt so gut. Oh, eine Biene. Kusch, geh weg von hier. Was hast du denn? Es ist doch nur eine normale Biene. Ich bin mal von so einer normalen Biene gestochen worden. Tom Thomas, hör damit auf. Weg mit dir, du Plage. Fliegen sind eine Plage. Bienen sind sehr hilfreich und nützlich. Wie kann denn eine Biene hilfreich sein? Bienen sind harte Arbeiter. Sie sammeln ständig Nektar von den Blumen. Sie fliegen von Blume zu Blume und befördern Pollen auf ihren Bäuchen. Dank des Bestäubungsvorgangs erzeugen Blumen Früchte und Samen. Auf diese Weise helfen Bienen Pflanzen bei der Fortpflanzung. Die Bienen stellen aus dem gesammelten Nektar den allseits beliebten süßen Honig her. Und Bienenhonig ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft. Na und? Ich habe immer noch Angst. Was, wenn sie mich beißt? Bienen beißen übrigens nicht. Sie können stechen. Sprich dein letztes Gebet. Halt! Die Biene hat viel mehr Angst vor dir, du Tyrann! Ja, lass sie in Ruhe, Tyrann! Warum beschimpft ihr mich? Wer hält sie auf? Sie kann wegfliegen, wenn sie will. Wir müssen ihr den Weg nach draußen zeigen. Aber wie? Hier, kleine Biene. Kss, kss, kss. Hier entlang. Warum probierst du nicht? Hey! Was soll ich dann machen? Beweg dich nicht, sonst sticht sie dich. Sie will nicht stechen. Ihr beide mögt Süßigkeiten und Marmelade. Und die Biene eben auch. Warum trägst du Kaubacke nicht zum Fenster hin? Los doch, flieg! Nein, so wird das nichts. Du musst noch mehr Marmelade holen. Hier, kleine Biene. Lecker. Los, flieg doch. Du bist frei. Lass sie erst essen. Hab doch Geduld. Ich hab ja Geduld. Wenn sie isst, kann sie aus der Marmelade Honig machen. Vor langer Zeit konnten die Leute Honig nur sammeln, indem sie die Nester der wilden Bienen verwüsteten. Und das ging so lange, bis jemand auf die Idee kam, diese Insekten zu zähmen. Sie begannen erstmal damit, den Bienen genug Honig zum Überwintern zu überlassen. Man hütete die Bienen in diesen Hohlräumen, bis die Leute es lernten, kleine Häuser für sie zu bauen, die Bienenstöcke genannt werden. Eine kleine Stadt mit solchen Häusern wird Imkerei genannt. Bienen leben und arbeiten zusammen in den Bienenstöcken und machen Honig, während die Imker auf sie aufpassen und den Honig einsammeln. Bienen sind echte Teamspieler. Sie sagen sich gegenseitig, wo die besten Pflanzen wachsen. Wisst ihr, wie sie es machen? Eine der Bienen führt einen Tanz auf, während die anderen zuschauen. Auf diese Weise finden sie heraus, wo sie hinfliegen müssen. Armes Ding. Tom Thomas hat dich müde gemacht. Du brauchst echt keine Angst vor ihr zu haben, siehst du? Sie ist ganz lieb und gütig. Ich habe keine Angst mehr. Ich wollte doch nur meine Marmelade essen. So, jetzt wird's aber Zeit für dich loszuschwirren. Wow, das mag sie wohl nicht. Ich will's probieren. Nolik, du bist zu klein. Fürs Zähmen musst du erst größer werden. Wow, 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 ganz ruhig. Und jetzt flieg los. Hey, Simka, das Fenster ist da. Ich weiß, das sehe ich auch. Wie kriege ich dich dazu, umzudrehen? Cool, cool. Sie hört auf mich. Juhu. Verpasst das Fenster nicht. Jetzt. Bis dann, Honigbiene. Tidisch.
Tom Thomas, hast du noch was von der Marmelade? Ja. Wofür denn? Gib mal her. Wir holen noch mehr Bienen. Wieso? Was meinst du mit wieso? Ich will auch auf einer Biene fliegen. Der Feuerlöscher. Also, was denkt ihr? Von allen Dingen, was ist die größte Gefahr zu Hause? Kaubacke. Nun, Hunde sind gefährlich für uns. Aber was ist eine Bedrohung für uns und für Menschen? Feuer! Ha? Wo? Ich habe nur auf die Frage geantwortet. Das war ein schlechter Witz, Feuer. Aber deine Antwort ist sogar richtig. Nichts ist schlimmer, als in einem brennenden Haus festzustecken. Ich weiß nicht viel über die Chemie, aber in Physik bin ich ein Genie. Das ist eine interessante Idee. Ich muss es ausprobieren. Und deswegen ist jeder Packomat mit einem Feuerlöscher ausgestattet. Und wie schaltet man ihn an? Das zeige ich euch am Ende der Stunde. Nullig, psst, schrei Feuer. Warum? Ich möchte nur gerne sehen, wie der Professor einen Feuerlöscher betätigt. Vergiss es, das mache ich nicht für dich. Ach, Feuer! Hä? Du schon wieder? Das war doch nur ein Witz. Das ist ein dummer Witz. Und ich will, dass du gehst. Sofort. Eigentlich müsste ich deine Eltern über dein Verhalten informieren. Über Feuer wird nicht gelacht. Denk dran, mit Feuer spielt man nicht. Weder mit Streichhölzern noch mit Feuerzeug. Das weiß doch sicher jeder, oder? Aber es gibt noch andere Dinge, die ein Feuer im Haus anrichten könnten. Zum Beispiel ein Ofen oder ein Kamin. Und denkt auch an elektrische Geräte wie Herdplatte, Heizkörper und Bügeleisen. Wenn man in der Nähe dieser Geräte nicht aufpasst, könnten sie ein Feuer auslösen. Und in der Weihnachtszeit müsst ihr ganz besonders aufpassen. Kerzen und Wunderkerzen können gefährlich werden. Die Funken könnten auf leicht entzündliche Dinge überspringen, wie Papier, Holz oder Stoff. Also, was macht ihr, wenn plötzlich ein Feuer ausbricht? Das ist richtig. Ihr ruft die Feuerwehr. Die Notrufnummer lautet ja bekanntermaßen 911. Was ist los? Oh nein, Feuer! Jetzt brennt's wirklich! Feuer! Was soll ich tun? Oh ja, ich brauche einen Feuerlöscher. Wo ist der? Und so kann man den Packomat zum Feuerlöscher umbauen. War das verständlich? Ja, sehr verständlich. Feuer! Da ist ein Feuer! Es reicht! Das ist nicht mehr lustig, Feuer! Diesmal ist es kein Witz! Glaub mir, es brennt! Netter Versuch, Feuer. Oh, er hat sogar Rauch simuliert. Nein, Simka, das ist ein echtes Feuer. Aha, klar, wir glauben dir alles. Es ist wahr, ich schwöre, diesmal lüge ich nicht. Diesmal ist es wahr, er macht keinen Witz. Ein echtes Feuer ist ausgebrochen. Spule, Simka, schaltet den Lötkolben aus. Okay, alles klar. Seid vorsichtig, Kinder. Haltet gehörigen Abstand vom Feuer. Und wie kann ich helfen? Hol deinen Feuerlöscher. Früher löschten Menschen Feuer mit Wasser oder Sand. Heute benutzen Menschen außerdem auch Feuerlöscher. Feuerlöscher sind Zylinder mit Schläuchen. Normalerweise sind sie rot gestrichen, damit man sie schnell sieht. Die Zylinder beinhalten ein spezielles Pulver oder Schaum. Wenn man ein Feuer löschen muss, richtet man den Schlauch auf das Feuer, zieht den Sicherungsstift heraus und drückt den Griff runter. Der Schaum oder das Pulver schießt anschließend heraus und löscht das Feuer. Unsere Feuerlöscher sind einfach zu klein für dieses Feuer. Wir müssen Professor Eugenius um Hilfe bitten. Das habe ich schon gemacht. Okay, wo ist das Feuer? Ihr Fixies seid echt die Besten. Danke sehr. Ihr habt mein Labor gerettet. Ach, nicht dafür, Kollege. Wenn's euch nicht gäbe, Fixies, wüsste ich nicht, wie's ausgegangen wäre. Ich kann mir allerdings ausmalen, wie das Feuer überhaupt zustande kam. Feuer?
Ich hab damit nichts zu tun. Ach wirklich? Wer schreit hier denn ständig Feuer? Wer weiß, vielleicht hast du das Feuer ja gelegt. Wenn das so ist, brauchst du gar nicht mehr zur Schule zu kommen ohne deine Eltern. Kollege, 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 es ist meine Schuld. Ich habe den Lötkolben nicht abgeschaltet. Vergib mir. Also sag mal, wessen Eltern müssen wir jetzt anrufen? Reibung. Oh, Tom Thomas, deine Tür quietscht ja fürchterlich. Ja, und sie lässt sich auch so schwer öffnen. Oh, das liegt daran, dass deine Türangeln scheuern. Deswegen geht deine Tür nicht richtig auf. Kann man's reparieren? Verringere einfach die Reibung. Wie? Schmiere die Türscharniere. Ich kann's für dich machen, weil ich ein Packomat habe. Okay. Simka, darf ich helfen? Aber klar, zieh den Packomat an, okay? Reibung ist die Kraft, die zwischen zwei sich berührenden Körpern wirkt, wenn sie sich gegeneinander bewegen. Reibung kann Dinge schnell abnutzen, wenn viel Reibung besteht. Will man weniger Reibung, muss man etwas zwischen die Teile tun, die gegeneinander reiben, zum Beispiel Öl. Es gibt verschiedene Schmiermittel, die Uhren und Räder reibungslos halten. Und wusstet ihr, dass für Skier ein Spezialwachs eingesetzt wird, um sie noch schneller zu machen? Das wär's. Jetzt die obere Angel. Alles fertig. Komm, probier mal, wie die Tür funktioniert. Sie quietscht nicht mehr. Sag ich doch. Ihr seid echt die Besten. Ich muss gehen. Wohin? Ich gehe Schlitten fahren. Ach, nimm mich doch bitte mit. Geht nicht, Nullig. Du hast keinen eigenen Schlitten. Wir sehen uns später. Hey, Simka, soll ich den Teller einölen? Wozu denn? Er wird den Hang auch ohne Einölen runterrutschen. Ah, in Ordnung. Warte hier auf mich, Nullig. Ich bin gleich zurück mit einer Überraschung für dich. Ja, Öl ist rutschig. Ich habe da eine gute Idee. Wow, absolut reibungslos. Nolik? Alles in Ordnung? Bleib bitte, wo du bist. Ich bin gleich da. Papus! Papus, hilf uns bitte! Wer braucht Hilfe? Bin schon unterwegs. Hey, was treibt ihr denn da? Hä? Was sagst du da? Bleib, wo du bist! Was ist hier passiert? Ich habe etwas Öl auf den Tisch gekippt. Aber wieso denn? Um Reibung zu verringern. Super Idee. Keiner bewegt sich. Ich weiß genau, was zu tun ist. Was hattet ihr denn für ein Problem mit der Reibung? Ich will, dass dieses ganze Öl in 5 Minuten verschwindet. Ingenieure kämpfen täglich gegen die Reibkraft. Ihr Ziel ist weniger Reibung, damit Autos schneller fahren können und deren Teile nicht so schnell abgenutzt werden. Aber stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn es plötzlich keine Reibkraft mehr gäbe. Tja, alles würde uns aus den Händen rutschen und vom Tisch fallen. Knoten würden sich entknoten. Und das ist noch nicht alles. Auch Autos könnten ohne Reibung nicht fahren. Reifen würden durchdrehen und unfähig sein, auf der Straße haften zu können. Wir würden nicht einmal gehen können. Denn wenn wir laufen, bewegen wir uns, indem wir uns vom Boden abdrücken. Doch wie würden wir es ohne Reibkraft machen? Es ginge nicht. Ihr könnt also sehen, dass ein wenig Reibung in unserem Leben keine schlechte Idee ist. Puh, alles sauber. Aber es stinkt immer noch.
Nolik, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ein Geschenk versprochen. Guck, was ist es? Ich hab dir einen Tellerschlitten gemacht, nur für dich. Oh, wie toll. Nur, was nützt der Schlitten ohne Schnee? Nolik, hey, guck mal, was ich für dich habe. Schnee? Ja. Ist das echter Schnee? Hä? Ja, jetzt hast du einen ganz eigenen Berg zum Rodeln. Das ist spitze. So eine tolle Überraschung. Jetzt kannst du auch ohne Öl runterrutschen. Hey. Jiha! Der Entlüftungsschacht. Tom Thomas! Tom Thomas! Ja? Simka Spule, schau doch mal. Er ist schön, oder? Oh, wundervoll. Das ist nichts weiter als Modeschmuck. Das ist Schnickschnack. Nutzlos? Schau doch, wie gut er zu meiner Spange passt. Nützliche Sachen sind solche, die man auch wirklich braucht. Wie zum Beispiel diese Strickleiter, die ich hier habe. Sie ist wundervoll. Und wo wollt ihr mit diesem Ding hinklettern? Aber dieser Spiegel hier ist beides. Hübsch und nützlich. Ah, wie wundervoll. Spule, für dich ist ja alles wundervoll. Aber hier ist etwas mega Wundervolles, das ihr bestimmt nicht habt. Oh, was ist denn das? Eine mechanische Superkralle. Der ist bestimmt perfekt fürs Rückenkratzen. Guck mal, was ich hab. Ein tolles Foto von Vector. Und er hat sogar für mich signiert. Ist das wirklich Vector? Du hast ein Foto des mutigsten Fixies, der je auf unserem Planeten gelebt hat? Ja, und er ist auch der hübscheste. Ist er das wirklich? Niemals. Lass mich noch mal sehen. Du zerknittest es. Man hat dich reingelegt. Nö. Doch. Neidisch. Gib her. Mein Foto. Oh nein. Was war das? Der Wind. Das ist alles deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, es ist deine, weil du so angeben musstest. Bitte, Mädels, nicht streiten. Lass es uns finden. Eines Fixes von Menschen gefunden würde. Also, wo könnte es sein? Ich weiß, wie wir es finden können. Ja, genau. Wir machen eine Blase und schauen dann, in welche Richtung sie schwebt. Wir folgen ihr und so finden wir das Foto. Wisst ihr, warum ihr aus seifigem Wasser Seifenblasen pusten könnt? Auf der Oberfläche einer jeden Flüssigkeit liegt ein unsichtbarer Film, der sehr dünn, aber sehr elastisch ist. Wenn ihr es selbst sehen wollt, dann füllt ein Glas ganz voll mit Wasser bis an den Rand. Nehmt jetzt eine Münze und lasst sie vorsichtig seitwärts hineinfallen. Dann nehmt noch eine Münze und noch eine und noch eine. Ihr werdet sehen, dass das Wasser nicht überschwappt, sondern dass oben ein Hügel entsteht. Das ist, weil das Wasser oben zusammenklebt. Warum? Wegen einer Kraft, die man Oberflächenspannung nennt. Und dank dieser Kraft kann Wasser Tropfen formen. So entstehen auch Seifenblasen. Wenn wir nämlich Seife ins Wasser geben, dann wird der Film noch elastischer. Jedoch nicht so elastisch, dass die Blasen nicht zerplatzen. Okay, alles klar. Jetzt nur noch pusten. Und alle zusammen. Und? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nicht gleich daran gedacht. Habt ihr je Löcher im Badezimmer oder in der Küche gesehen, die vergittert waren? Das sind Entlüftungsschächte. Und hinter ihnen befindet sich ein langes Rohr, welches Luftkanal genannt wird. Durch den sogenannten Luftkanal werden unangenehme Gerüche und auch muffige Luft nach draußen befördert. Und wenn ihr die alte, schlechte Luft noch schneller aus dem Haus befördern wollt, dann öffnet das Fenster und lasst etwas frische Luft von draußen hinein. Die Luft in eurem Zuhause sollte immer frisch sein.
Hey, schaut mal her! Da drüben steckt es! Schnapp's dir, bevor es wegfliegt! Wie kommen wir ran? Was für eine Frage! Weißt du denn nicht mehr, was ich hab? Timmy! Danke, Simka! Was hätten wir nur ohne deine mechanische Kralle getan? Und ohne deine fantastische Leiter! Hier, für dich! Ah. Ein Geschenk von mir! Ah, danke! Wie toll! Und dir will ich das geben! Toll! Einfach wundervoll! Simka, bist du hier? Ha, was hast du denn da, Simka? Einen kleinen Spiegel. Er ist wundervoll, oder? Ach, ihr Mädchen. Ihr seid alle gleich. Der Manipulator. Also, was sagen Sie, Professor? Besser könnte es wirklich nicht sein. Unser Manipulator funktioniert einwandfrei. Gut, dann sind wir fertig für heute. Toll, bis morgen dann. Na dann, endlich. Jetzt können wir auch mal den Manipulator testen. Und weißt du, wie man diesen Manipulator bedient? Ha, deswegen haben wir ja spioniert. Ein Manipulator ist ein mechanischer Arm, den Menschen für gefährliche oder schwere Arbeit nutzen. Um einen Manipulator zu bedienen, nutzen Menschen eine Fernbedienung oder einen Fahrhebel. Der Bediener erteilt den Befehl und der mechanische Arm greift und bewegt die Last. Es gibt auch robotische Manipulatoren, die gar nicht von Menschen bedient werden müssen. Sie sind computergesteuert und kommen ganz ohne Menschen aus, sogar auf dem Mond. Was macht dieser Knopf? Aha. Was ist mit dem Knopf? Aha. Würdest du gerne mit mir mitfahren? Was, ich? Ha, du hast Angst. Angst? Kein bisschen. Na dann los. Ja, cool. Feuer, das ist der absolute Wahnsinn. Warte, gleich wird es sogar noch cooler. Professor? Seltsam. Wie ist die Leiter denn umgefallen? Ah, bin ich verrückt oder ist jemand hier? Oh, bleib ruhig. Bleib ruhig. Oh, arme Elisa. Ja, du bist komplett überarbeitet. Wow. Ah, wer ist da? Halte durch, Nolik. Ich hol dich da raus. Mein Puder ist weg. Oh nein, was ist hier los? Oh, hören Sie sofort auf mit dem Quatsch, sonst rufe ich die Polizei. Ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht. Wohin ziehen Sie mich? Ich werde ohnmächtig. Hey, ich warne Sie. Das war's. Auf Wiedersehen. Oh. Menschen verwenden Manipulatoren auf der ganzen Welt. In Fabriken werden Manipulatoren genutzt, um schwere Lasten zu bewegen. Sie können auch Teile befördern, die für den Zusammenbau gebraucht werden. Oder sogar die Teile selber anbringen. In Krankenhäusern werden sehr präzise Manipulatoren genutzt, um Ärzten bei Operationen zu assistieren. Manipulatoren werden auch genutzt, wenn die Arbeit einfach zu gefährlich ist für Menschen. Zum Beispiel bei giftigen Chemikalien oder an Orten, zu denen Menschen einen schweren Zugang haben. Zum Beispiel unter der Erde, wo man nicht viel Platz hat, oder tief unter Wasser. Oder im Weltraum, wo man absolut nicht atmen kann. Ihr seht also, mechanische Arme können all die Dinge greifen und bewegen, die der menschliche Arm nicht selber greifen kann. Halte durch, Nolik. Wie kann ich dieses Ding öffnen? Oh, ich hab's. Ja, wer ist da? Was ist hier los? Nolik? Was machst du denn hier? Wir haben nur eine Testfahrt gemacht. Gehört das dir?
Elisa! Elisa! Professor Eugenius, ich wurde attackiert von einem Arm. Der Manipulator. Das war Ihre Fantasie. Sehen Sie, da ist er wieder. Stopp! Schluss jetzt, sage ich. Professor Eugenius, es hört auf Sie. Bleiben Sie ruhig, alles ist gut. Das war eine kleine Fehlfunktion, aber die ist behoben. Sie sind einfach großartig. Und wir zwei sind noch nicht fertig. Mit mir? Mit Ihnen? Nein, mit dem Manipulator. Gehen wir, Elisa. Ja, gehen wir, Professor. Toll gemacht, Feuer. Und warum Feuer? Das Fixifon. Tom Thomas! Hä? Rate mal, was wir mitgebracht haben. Ratet ihr, was ich hab? Eine Banane, ein Auto. Nein, Quatsch, Schokolade. Ein paar Socken. Ha, gebt ihr auf? Mein Papa hat sich ein neues Handy gekauft und hat mir sein altes gegeben. Er meinte, ich kann es behalten. Oh, wow. Und was habt ihr da? Hier. Ah, ihr habt auch ein Handy. Das ist noch viel besser. Das ist nämlich ein Fixifon. Papus hat sich ein neues Fixifon gekauft und sein altes hat er Simka gegeben. Und könnt ihr damit telefonieren? Rate mal. Komm, ich zeig es ihm. Hallo, Papus. Hi, Nolik. Warum rufst du an? Ich wollte nur Hallo sagen. Nolik, ruf mich nicht grundlos an, wenn ich arbeite. Alles klar. Siehst du? Na und? Ich kann mit meinem Handy auch anrufen. Menschen anrufen, meinst du? Aber Fixis erreichst du nicht. Ein Fixifon ist ein Smartphone für Fixis. Fixis können sich nicht nur gegenseitig damit anrufen, sie kommen damit auch in ihr eigenes spezielles Fixi-Internet. In einem Fixifon hat man eine Kamera, Taschenlampe, Nachrichten, Spiele, Filme und Fixi-Lieder. Die Lieblingslieder der Fixis. Fixi-Kinder lieben sie. Und die Eltern ebenso. Denn Fixifone informieren die Eltern darüber, wo die Kinder sind und ob sie vielleicht gerade in Schwierigkeiten stecken. Über die Jahre haben Menschen ihre Telefone weiterentwickelt. Nach Handys kamen die Smartphones. Sie nutzen sie, um sich gegenseitig anzurufen und sie gehen damit ins Internet. Ein Smartphone kann fast so viel wie ein Computer, aber trotzdem sind sie noch weit davon entfernt, so gut wie Fixifone zu sein. Ja, das ist wirklich cool, Leute. Aber dieses Smartphone kann das auch. Aber kann dein Smartphone das? Schau mal hierher. Meinst du hier? Das ist doch nur eine Maus. Und nun? Schau hier. Wow. Aber er ist nicht... Er ist gar nicht da. Schau, er ist da. Und das ist noch nicht alles. Sieh. Mit Hilfe einer Maus kann man den Computer steuern. Und wenn wir sie bewegen... Verstehst du? Niemand außer dir kann den Fixi sehen. Und er kann dir helfen. Super. Es wäre cool, wenn ich mein eigenes Fixifon hätte. Wovon redest du? Du bist doch kein Fixi. Wie schade. Ich gehe jetzt in die Schule, Leute. Oh, er ist wirklich traurig. Er hat sogar sein Handy vergessen. Ich habe eine Idee. Klingelton, Vibration, fast wie ein Computer. Man kann sogar Spiele spielen, das Telefon ist super. Klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, das Telefon ist super. Brauche keinen Bruder mehr, kann alleine spielen. Es kann mir die Zeit ansagen und fotografieren. Klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag, klingeling den ganzen Tag und fotografieren. Hast du Post, schick nen Text, doch in jedem Falle steck das Ladekabel rein. Geschafft! Tisch! Oh, das ist ja... Überraschung!
Wow, das ist toll. Jetzt habe ich mein eigenes Fixifon. Genau wie euers. Naja, fast das gleiche. Tom Thomas. Tom Thomas, ich muss mich selbst mit deinem Handy anrufen. Ich suche mein Handy. Oh, wow. Du hast ja alles hier geändert. Wo bin ich? Ich nehme an, ich bin Papus. Ha, du hast mir aber einen lustigen Namen ausgesucht. Nolik, hör auf. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Was? Wer ist da? Das ist nicht Nolik. Wer ist da? Weißt du, wer das gerade war? Weiß irgendjemand hier, wem dieses Handy gehört? Ah, da ist es ja. Ich komme. Das mit den Nummern klären wir später. Ach, wir bekommen richtig Ärger von Papus. Gib mir dein Handy, Tom Thomas, und ich lösche alle Nummern der Fixies darauf. Aber wie soll ich euch anrufen? Wozu uns anrufen? Wir sind doch immer in der Nähe. Noliks Würfel. Tom Thomas, du kommst viel zu spät zur Schule. Du musst los. Schule? Keine Sorge. Was frisst er diesmal wieder aus? Diesmal gar nichts. Er löst einen Zauberwürfel, Nolik. Ein was? Der Zauberwürfel ist das berühmteste Puzzlespiel auf der ganzen Welt. Er wurde von Professor Rubik in Ungarn erfunden. Ein Würfel hat 6 Seiten. Ein Zauberwürfel hat darauf je 9 Vierecke, die alle die gleiche Farbe haben. Zuerst vermischt man die Farben. Um das Rätsel zu lösen, muss man die Teile drehen. Man muss drehen und drehen, bis jede Seite wieder einfarbig ist. Zum Beispiel rot oder gelb oder blau. Du schon an diesem Würfel rum? Ich drehe schon 3 ganze Tage daran. 3 ganze Tage? Wir könnten dieses Rätsel in 5 Minuten lösen, nicht wahr, Simka? Ach, wirklich? Bitte sehr. Ich gehe jetzt zur Schule. Na, bist du bereit, Tom Thomas zu zeigen, wo es lang geht? Ja, ich halte mich da raus. Hey, ich dachte, du meintest, Zauberwürfel wären einfach zu lösen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist dein Problem, Herr Angeber. Na gut, dann werde ich es halt alleine lösen. Sieht aus, als ob du ein Problem hast. Oh, hi, Feuer. Nein, alles gut. Ich löse diesen Zauberwürfel. Ja? Kann ich mitmachen? Was? Du kannst das? Natürlich kann ich das. Das ist doch nicht schwer. Du wirst es ja sehen. Versuche mal, alle roten Vierecke auf eine Seite zu bringen. Kinderspiel. Halt ihn gut fest. Toll, ich halte ihn. Wow. Meinst du so? Cool. Und was ist mit dieser Seite? Was? Diese Seite muss komplett blau sein. Okay, dann mal los. Tada! Wie du es wolltest. Was ist jetzt mit der roten Seite? Hä? Simka hat mir gesagt, dass jede Seite einfarbig sein muss. Oh, als ob Simka es lösen könnte. Simka kann doch alles. Wenn Simka das kann, kann ich es auch. Oh. Feuer, du hast den Würfel kaputt gemacht. Er ist nicht kaputt, nur zerlegt. Stecken wir ihn zusammen. Aber nicht nur irgendwie, sondern richtig. Puzzle sind Spielzeuge, Spiele oder Rätsel, die euch dazu bringen, euren Verstand auf kreative und clevere Weise zu nutzen. Zum Beispiel ein Labyrinth. Bei einem Labyrinth besteht die Herausforderung darin, den Weg durch all die verwinkelten Gassen zu finden. Ein anderes Rätselspiel ist ein Puzzle. Hier muss man ein Bild aus vielen kleinen Teilen zusammensetzen. Dafür muss man nicht nur konzentriert sein, sondern auch geduldig. Und es gibt viele Rätselspiele auf dem Computer. Ein sehr berühmtes Computerspiel ist Tetris.
In Tetris fallen verschiedene Formen nach unten und man muss schnell denken, um sie in eine Reihe zu bringen. Rätsel lösen ist nicht nur eine tolle Aktivität für Menschen, es ist auch gut für Fixies. Das ist richtig, durch Puzzle wird unser Gehirn trainiert. Da, geschafft! Nolik, du solltest dich beeilen, denn Tom Thomas kommt gleich nach Hause. Hallo, Simka! Sieh dir das an, wir haben's geschafft! Ich glaub das nicht! Wie? Oh, es war ein Kinderspiel. Simka, Nolik, ich bin wieder da. Nun, ich flitze mal los. Ciao. Wihi. Wow, ihr habt es wirklich gelöst. Das war Nolik. Nolik, du bist cool. Also wie? Pass auf, erst nimmt man den Würfel komplett auseinander und dann setzt man alles wieder zusammen. Nein. Das ist geschummelt. Man muss den Würfel drehen, nicht auseinandernehmen. Ich werde es jetzt lösen. Und zwar ehrlich. Das geht auf keinen Fall. Warum bist du dir da so sicher? Ich habe ihn zusammengeklebt. Warum? Damit du dein Gehirn nicht immer so überanstrengst. Jetzt wird der Würfel immer stimmen. Aber wenn er sich nicht dreht, ist es kein Zauberwürfel. Nun ja, jetzt ist es ein Nolik-Würfel. Stimmt's? Die unsichtbare Tinte. Von niemandem. Ah, ist er von einem Mädchen? Hey, erzähl, warum schreibt sie dir? Ich weiß nicht. Na dann, lass ihn uns lesen. Nein, es ist ein Geheimnis. Geheimnisse vor Freunden? Mhm. Wir sind nicht irgendwelche Freunde, wir sind Geheimfreunde. Sagt ihr es nicht weiter? Niemandem, versprochen. Willst du den Brief jetzt öffnen oder nicht? Ist das ein Witz oder was? Vielleicht war ihr nicht danach, dir etwas zu schreiben. Warum gibt sie mir dann einen Zettel? Warte doch mal. Was, wenn sie ihn mit einer besonderen, unsichtbaren Tinte geschrieben hat? Existiert sowas denn? Wenn ihr möchtet, dass euer Brief ein Geheimnis bleibt, dann könnt ihr ihn mit einer besonderen Flüssigkeit schreiben. Nämlich mit einer unsichtbaren Tinte. Ihr könnt unsichtbare Tinte selber machen. Man mischt Zitrone, Milch oder Backpulver mit Wasser. Dann steckt ihr einen Stock oder Pinsel hinein und schreibt damit auf weißem Papier. So, ihr könnt nichts sehen, oder? Damit die unsichtbare Tinte wieder sichtbar wird, müsst ihr das Papier erwärmen. Zum Beispiel mit einem Bügeleisen. Aber das ist ein Geheimnis. Hey, Simka, vielleicht hast du recht. Aber das Bügeleisen, ich darf es nicht nehmen. Aber deine Mama kann es und sie bügelt gerade. Ja? Dann ist ja alles gut. Warte, wenn das echt ein geheimer Brief ist, dann darf ihn wirklich niemand anders sehen. Nicht mal deine Mama. Also was soll ich tun? Ah, ich weiß was. Mama! Kannst du mein Hemd auch bügeln, bitte? Was stimmt nicht damit? Nichts, nur die Brusttasche ist bloß verknittert. Ah, klar, gib es mir. Ich frage mich, seit wann dir sowas wichtig ist. Bitte sehr. Danke, Mama. Es hat geklappt. Was? Was steht da? Hä? Tom Thomas, ich mag dich wirklich sehr. Katja! Katja ist in dich verliebt, stimmt's? Und was ist mit dir? Magst du sie? Ich weiß nicht. Sie schreibt immer Einsen. Du magst sie! Tom und Katja sitzen auf einem Baum. Küss! Nolik, hör auf damit. Na, schreibst du ihr zurück? Sollte ich das? Klar, Dussel. Ich habe Angst, dass das jemand sieht. Warum schreibst du ihr nicht auch mit unsichtbarer Tinte wie sie? Ja, hol Zitrone. Heutzutage ist es weniger üblich, dass sich Menschen Briefe schreiben und sie über den normalen Postweg schicken. Heute schreiben die meisten Leute Briefe übers Internet.
Aber selbst elektronische Briefe sollten mit denselben grundlegenden Höflichkeitsregeln geschrieben werden wie handgeschriebene. Zum Beispiel schreibt man eine Begrüßung am Anfang des Briefes. Und ein paar nette Worte am Ende des Briefes werden immer geschätzt. Zum Beispiel Grüße und Küsse oder alles Liebe oder bis ganz bald. Und bevor ihr den Brief abschickt, solltet ihr ihn euch nochmal durchlesen, um Fehler zu korrigieren. Und noch eines. Wenn ihr eine Nachricht von jemandem bekommt, nehmt euch nicht zu viel Zeit, um zu antworten. Sonst denken sie, ihr hättet sie vergessen. Und das kann ihre Gefühle verletzen. Kurz gesagt, wenn ihr schreibt, schreibt höflich. Los geht's, schreib. Was soll ich schreiben? Komm schon, sag die Wahrheit. Schreib einfach das. Vergib mir, Katja. Es gibt ein anderes Mädchen, das ich sehr mag. Ihr Name ist Zimka. Nolik. Du magst es nicht? Dann denk du dir doch was aus. Tom Thomas, na los, schreib einfach nur, was du tief in deinem Herzen für Katja fühlst. Katja, ich mag dich auch. Etwa so? Ging das in Ordnung? Wäre das okay? Wundervoll. K-U-S-S-E. Halt den Mund, okay? Tom Thomas, bist du fertig? Und hast du auch kontrolliert, dass du keine Fehler gemacht hast? Nein, aber ich sehe jetzt nach. Die Worte sind verschwunden. Nun, wenn's Fehler gibt, wird nur Katja es erfahren. Die Rüstung. 21, 22, 23, 24, 25. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hab ihn gehört. Er ist in den Flur gerannt. Du siehst in der Küche nach, Nolik, und ich im Wohnzimmer. Wo könnte er nur sein? Das Büro! Da haben wir noch nicht geguckt. Wo soll er sich denn hier schon verstecken? Im Inneren des Heils. Ha, Nolik. Tom Thomas würde nicht mal bis zur Hälfte in das Innere des Heils passen. Ja, dann in dieser riesigen Vase. Aha, er sitzt da zusammengequetscht und lacht uns aus. Oh, Zimka, da, hast du das gehört? Er ist doch da drin. Da ist niemand, aber ich habe deutlich ein Hihi gehört. In deiner Fantasie? Suchen wir ihn im Badezimmer. Eine Einbildung. Uff, es ist so muffig in dieser Rüstung. Die Arme stecken fest. Wo steckt der Junge bloß? Oh, wer ist das? Zimka, der wird fast zum Leben erwacht. Wie lange wollt ihr mich denn noch suchen? Eine Rüstung ist eine sehr harte Kleidung, die Krieger tragen, um sich vor Schwertern und Pfeilen zu schützen. Menschen machten schon in der Antike Rüstungen. Aber die Ganzkörperrüstung, die die Ritter trugen, wurde erst im Mittelalter erfunden. Die Rüstung, die Ritter auf Pferden trugen, war schwer. Sie konnte bis zu 50 Kilo wiegen. Und wenn ein Ritter vom Pferd fiel, brauchte er Hilfe, um wieder aufsteigen zu können. Und was trugen die Pferde? Sie trugen ihre eigene schwere Rüstung zum Schutz. Hey, habt ihr euch in Statuen verwandelt? Tom Thomas? Bist du das da drin? Wer sonst? Öffnet das Visier, ich kann kaum atmen. Ha, und warum sollten wir das tun? Weil ich es selber nicht kann. Seht ihr nicht? Meine Arme stecken fest. Ha, du siehst lustig aus. Lustig für euch, aber jetzt stecke ich fest und komme nicht mehr raus. Kommt schon, holt mich raus, bitte. Na toll, Kaubacke ist jetzt das Letzte, was wir brauchen. Kaubacke? Was ist denn los? Ich bin's doch. Hey, hör auf. Hilfe, ich komme nicht mehr hoch. Los, lass uns die Schnallen öffnen, Nolik, schnell.
Danke für eure Hilfe. Keine Ursache. Wenn ich euch nicht hätte. Stellen wir den Ritter wieder auf. Aha. Bevor Papa zurückkommt. Schutzkleidung wird nicht nur von Menschen getragen, die in Turnieren kämpfen. Reisende tragen besondere Netze, um sich vor Mücken und Schnaken zu schützen. Und Imker tragen auch eine spezielle Schutzkleidung. Wenn sie nichts hätten, um sich vor Bienenstichen zu schützen, wäre ihr Job ziemlich schmerzhaft. Ohne Schutzanzüge wäre es für Feuerwehrmänner unmöglich, brennende Gebäude zu betreten und Menschen zu retten. Und wie könnten Astronauten in den Weltraum gehen ohne Schutzanzüge? Es ist eiskalt da oben und es gibt keine Luft zum Atmen. Deswegen tragen sie ein spezielles Kostüm namens Raumanzug, wenn sie reisen. Der Raumanzug schützt Astronauten nicht nur vor der Kälte, sondern versorgt sie auch mit Luft, sodass sie atmen können. Übrigens, die Fixies tragen auch Schutzkleidung, damit sie sicher bleiben, während sie arbeiten. Na also, ist das richtig so? Sieht so aus, als ob's richtig ist. Aber wo ist der Helm? Nolik wollte ihn suchen. Tom Thomas! Helferung! Danke, Kaubacke. Wow, du Kampfpferd. Komm mal wieder runter. Da haben wir es. Alles ist wieder an Ort und Stelle. Nur, dass dein Ritter aussieht wie eine Ballerina. Das liegt am Arm. Er steckt total fest. Ich weiß, was wir tun. Gib ihm etwas in die Hand. Also, wie sieht das aus? Perfekt. Jetzt paddelt er sacht in die nächste Schlacht. Der Ofen. Hier kommt er! Der Hochseilakrobat! Nolik, nein! Ich bin nicht Nolik, ich bin ein Akrobat. Du stürzt ab. Das werde ich nicht. Ja klar, jedes Mal ist es die gleiche alte Geschichte. Er gerät in Schwierigkeiten und ich muss ihn da rausholen. Nein, ich falle! Ah! Halt durch! Ich mache mir Spaß. Nolik, du bist ein Dummkopf. Simka, Spule! Hier unten, hier! Na, wer steckt jetzt in der Klemme, hä? Das ist überhaupt nicht witzig. Braucht ihr Hilfe? Wir schaffen das schon alleine. Richtig, Spule? In Ordnung. Bis später dann. Wir müssen hier rauskommen. Tom Thomas Mama kommt her. Schnell! Hi, Nolik. Du kommst genau richtig. Setz dich in den Zug. Schöner Ort. Das ist der Ofen. Es ist wunderschön hier und gar nicht heiß. Prächtig. Jetzt ist es noch nicht heiß. Der Ofen beginnt ja jetzt erst warm zu werden. Ein Ofen ist eine Kabine mit Heizung. Es kann darin so heiß werden, dass es alles rösten kann, was darin ist. In der Tat sind Öfen genau dazu da. Menschen rösten darin Fleisch oder backen Kuchen. Manche Öfen verbrennen Gas für die Hitze und andere nutzen Elektrizität. Die haben besondere elektrische Spulen, die glühend heiß werden und alles im Ofen erhitzen. Also seid vorsichtig in der Nähe von Öfen. An einem heißen Ofen kann man sich sehr schlimm verbrennen. Oh, es wird jetzt wirklich sehr heiß. Wir müssen aus diesem Ofen raus. Jetzt sofort. Simka, wir werden hier drin gleich geröstet. Ja, das wird ein Fixi-Kuchen. Das will ich nicht. Denkst du nicht? Vorsichtig, du fällst raus. Ach, du bist ja wie Simka. Sie hat das auch gesagt und dann ist sie selber gefallen. Direkt in den Teig, zusammen mit Spule. Was? Sie sind in den Teig gefallen? Oh ja, und wahrscheinlich stinken beide auch noch fest. Tom Thomas, der Kuchen kommt frisch aus dem Ofen. Willst du probieren?
Wo können sie sein, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie im Kuchen. Vielleicht wurden sie zu Schrauben. Wir müssen sie finden. Hey, was machst du da? Essen, nicht spielen. Hey, pass auf. Brich dir nicht deine Zähne. Die ersten Öfen in der Steinzeit waren nichts weiter als einfache Feuerstellen, wo Menschen auf heißen Kohlen kochten. Später wurde der Ofen erfunden. Jedes Haus hatte einen Ofen aus Stein, Ton oder Eisen. Man verbrannte darin Holz oder Kohle. Diese Öfen erzeugten genug Hitze, um Suppe zu machen oder einen Kuchen zu backen. Und im 19. Jahrhundert wurde dann der Gasherd erfunden. Gasherde sind viel praktischer als Holzöfen. Nur eine Sekunde und das Gas brennt. Nach wenigen Minuten kocht das Wasser. Sie sind sehr praktisch, aber sie können auch gefährlich sein. Wenn die Rohre beschädigt sind, kann es zu einer Explosion kommen. Heute gibt es auch Herde und Öfen, die mit Elektrizität laufen. Sie nutzen elektrische Heizelemente zum Braten, Kochen oder Backen. Und das ganz ohne Feuer. Tom Thomas, gleich explodierst du. Aber es ist so unglaublich lecker. Ich kann nicht aufhören zu essen. Hau weiter, Tom Thomas. Mehr kann ich echt nicht kauen. Hey, was macht ihr Jungs da? Hey, was meint ihr? Wir wollten euch retten. Ihr seid nicht im Kuchen? Wozu habe ich dann all das gegessen? Fast alles. Vielleicht, weil du einfach so ein guter Freund bist. Ja, er ist ein guter Freund mit einem gesunden, großen Appetit.